Sie werden Spaß haben. Aus Deutschlands lustigster Rateshow zeigen wir Ihnen das Verrückteste. Hier ist der Erziehungsberechtigte von Bernhard Hoeker. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Und das soll sich jetzt an dieser Stelle auch nicht ändern, wobei ich wirklich Wert darauf lege, den Erziehungsauftrag für Bernhard Hoeker, den lehne ich ab. Ja, aus gutem Grund. Es ist zu spät, meine Damen und Herren, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass unser Rateteam heute wieder mit dabei ist, in Form von einem Persona von Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend. Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumpf. Und Jörg Pilawa. Guten Abend. Die vier von der Ratestelle, die heute Abend wieder versuchen werden, alles aus unseren Gästen herauszubekommen, was ihnen hilft, auf ihre Geschichte, auf ihre unglaubliche Geschichte zu kommen. Wir beginnen mit unserer ersten und Platz genommen haben drei junge Männer. Herzlich willkommen, Berno, Nick und Peer. Da lohnt es sich schon mal genauer hinzuschauen. Dann wollen wir Ihnen zu Hause jetzt gleich mal die Geschichte der drei jungen Herren verraten, warum Sie heute hier sind. Natürlich auch für unsere Gäste hier im Studio. Alle erfahren Sie außer den Vieren, die uns hier gegenüber sitzen. Bitte schön. Ja, dieselbe Mutter. Ja, genau. Oh. Oh, das haben wir noch nie gehabt. Da gibt es nur eine. Das ist aber ein echter Knaller gewesen. Einer Drittel. Also egal, was es war, der Reaktion nach zu urteilen, es tut mir wirklich leid. Nur in der Vollständigkeit halber, momentan Wohnorte sind Hamburg, Amsterdam und Düsseldorf. Bernhard beginnt, 45 Sekunden hat auch heute jeder von euch wieder Zeit. Der Ratehinweis lautet, süßer die Glocken nie klingen. Hat sich schon gelohnt, der Besuch, ne? Bernhard, bitteschön! Also, ist es ein gemeinsames Erlebnis, was euch verbindet? Nein. Nein. Ist es eine gemeinsame Eigenschaft, die euch verbindet? Nein. Nein. Habt ihr gemeinsam etwas erlebt? Nein. Nein. Seht ihr euch heute zum ersten Mal? Nein. Nein. Wisst ihr, was ihr hier macht? Oder? Habt ihr eine gemeinsame Vergangenheit, die ihr dann irgendwann gefunden habt? Ja. Ah, ihr habt zum Beispiel alle denselben Vater? Nein. Oder dieselbe Mutter? Nein. Ist es ein familiäres Ereignis, was euch verbindet? Nein. Ist es ein berufliches Ereignis? Ja. 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 Also damals ist etwas Vielen berufliches. Vielen Dank, Bernhard, das war sehr gut. Beruflich damals? Ja, natürlich. Es ist heute in der Tat etwas komplizierter, hier an die Kohle zu kommen. Der Stuhl ist etwas ausladender, die ersten 200 Euro. Da muss ich ein bisschen rücken jetzt hier. Ja, ja, das geht schon wieder. Noch okay. Ist Platz. So, Hubertus. Sie haben gemeinsam einen Beruf ausgeübt vor längerer Zeit, einen gemeinsamen. Nein. 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 Üben Sie jetzt denselben Beruf aus? Nein. Haben Sie eine Nur im erweiterten Sinne, muss ich dazu haben sagen. Haben Sie eine identische Ausbildung gehabt? Ja. Ja. Dieselbe Ausbildung? Ja. Ja. Liegt darin die Lösung, dass Sie denselben Beruf haben? Nein. Haben Sie Moment. Haben Sie in dem Beruf etwas erlebt, gemeinsam? Nein. Nein. Können Sie nicht mal auch mal Ja sagen? Ja. Lacht das Publikum, weil Sie sich lächerlich gemacht haben? Nein, schon nein. 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 So, wir sind bei 400. Also die drei verbindet etwas. Es gibt eine berufliche Grundlage, aber die Ausübung des Berufes
Hat nicht wirklich was damit zu tun. Okay. Stefan, jetzt kannst du lösen. Komm. Ja. Als Kinder kanntet ihr euch? Nein. Nein. Habt ihr euch zwischendurch mal aus den Augen verloren? Nein. Ganz nah dran. Habt ihr was erfunden? Ja. Habt ihr, benutzen wir das heute? Nein. Ist es eine App? Nein. Hat es was mit Computer zu tun? Nein. Ist es ein Fortbewegungsmittel? Nein. Ist es etwas, um etwas sauber zu machen? Nein. Ist es was für die Gesundheit? Ja. Potenz? Ja. Habt ihr Viagra habt ihr erfunden? Nein. Habt ihr? In dem Alter hoffe ich. Was gibt's noch? So eine Pumpe? Habt ihr? Die Pumpe gibt's bestimmt schon länger, als ihr alt seid. Die Pumpe? Nein. Okay. Oh, aber hier, Freunde. Oder ist hier aber mal rangewandert, oder? Also ich möchte aber wirklich mal darauf hinweisen, du bist in deinen 45 Sekunden jetzt weitergekommen, ja, als kommt ihr beide gemeinsam vorher. Ne? Weil wir Anstand haben. Ja. Wir fragen so Sachen nicht. Aber trotzdem, 600. Jetzt machen wir das Ding fertig. Du kannst lösen, das kann man durch drei teilen. Geht es um das Männliche wegen der Glockengemächt? Ja. Oh, ihr habt... Ihr habt etwas, also das ist nur für die Männer zu benutzen. Ja. Habt ihr diese Eierbecher erfunden für die Eishockeyspieler und Eiskunstläufer? Nein. Aber es ist zum Schutz des Genitalbereichs. Ja. Gegen Stöße? Nein. Wovor kann man noch Frauen schützen? Vor Frauen. Vor Frauen. Der Keuschheitsgürtel für den Mann. Nein. Was gibt's denn noch? Wind, Wetter. Nein, leider nicht. Aber das wäre auch noch eine schöne Idee. Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Ja. So, ihr vier dürft euch jetzt noch einmal kurz beraten, vielleicht noch mal miteinander zusammenfassen. Und dann alle noch einen Tipp. Vor Frauen schützt es nicht, vor Wetter und Wind auch nicht. Die Frage ist, vor Kälte, Vor Strahlung. Nein, wenn du dich röntgen lässt. Ja, zum Beispiel, oder Handystrahlen, deswegen kannst du klingeln. Das, wegen Telefon, klingeln. Da klingelt es zwischen den Beinen. Dann wird daraus ein Glockenspiel. Im Handyschutz. Ein Handy. Alle noch einen Tipp. Aber warum süßer? Bernhard, möchtest du loslegen, dein letzter Tipp? Ihr habt... Genau. ...einen automatischen Trockenrasierer erfunden, der formangepasst auch unter der Dusche verwendet werden kann. Hast du nicht mehr zugehört? Nein. Wo bist du? Alles schöne Ideen. Ich glaube, ihr nehmt einiges Interessantes mit heute. Hubertus? Ich glaube, dass wie Jörg das so treffend gesagt hat, das männliche Gemächt ist ja vor Strahlen nicht geschützt, die vom Handy ausgehen. Wahrscheinlich habt ihr eine Textilbox erfunden, wo man... Sag doch Unterhose oder sowas. Eine Box. Ihr habt erfunden eine strahlenabweisende Unterhose. Hubertus, das ist richtig! So macht man das. Es klingt unglaublich. Ich glaube, ihr drei könnt auch bestätigen, es war am Anfang tatsächlich eine verrückte Idee. Ja. Die hat aber ganz konkrete Formen angenommen. Die drei haben eine gemeinsame Firma gegründet und stellen heute Unterhosen mit Strahlenschutz her. Und zwar geht es dabei ganz konkret um Handystrahlung. Berno, Nick und Peer. Drei Freunde ziehen blank. Und das zu Recht, denn bei ihnen dreht sich alles um Unterhosen. Die Hose schützt vor Handystrahlung. Da ist 20% Silbergarn mit eingewebt. Silbergarn? Was soll das denn? Etwa ein Ersatz für den Sparstrumpf? Das Silber ist keine Wertanlage, was das Finanzielle anbelangt, aber natürlich eine Wertanlage in die Zukunft. Wenn man sozusagen Kinder bekommen möchte, dann ist es natürlich sehr förderlich. Es gibt diverse Studien, die mittlerweile bestätigen, dass die Strahlen der Handys negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit des Mannes haben.
genau. Handystrahlung greift das männliche Spermium an. Es wird praktisch müde, schwimmt auf der Stelle und erreicht so sein Ziel schwerer. Ganz anders verhält sich ein geschütztes Spermium. Genial. Begonnen hat alles 2006 als Idee unter Freunden. Mittlerweile werden die Kronjuwelen professionell in einer Fabrik bei Stuttgart produziert. Natürlich in allen Größen und Passformen. Im Prinzip ist es für Rechts- und Linksträger also perfekt. Ah ja. Na dann mal auf zum Praxistest. Wie kommen die Strahlenschutzhöschen denn so bei der weiblichen Spezies an? Ja. Doch, wenn ich da mal so gucken darf, du erzählst es nicht. Papa, ne? Sieht gut aus. Sexy und sicher. Wow. Wir sagen euch herzlichen Dank und natürlich vor allen Dingen viel Erfolg für die Zukunft. Und 800 Euro gehen wahrscheinlich direkt ins Firmenkapital über, oder? Genau. Ja? Also alles Gute für euch. Danke für den Besuch. Berno, Per und Nick und natürlich Glückwunsch an Hubertus. Hier ist Svenja aus Hamburg. Grüß dich. Herzlich willkommen. Auch du hast natürlich etwas Besonderes, was es zu erraten gilt. Und für Sie zu Hause schauen Sie hin oder auch nicht. Oh. Okay. Schon mal nicht gefährlich. Hubertus, das ist deine Tochter und du weißt es nicht. So, die Geschichte von Svenja ist wieder ausgeblendet. Und zweiter Gast, Hubertus, beginnt. Der Hinweis an euch ist, Svenja mag's kurz. Hubertus, bitteschön. Danke, liebe Svenja, Sie mögen es kurz bei Ihrem Beruf? Nein. Bei Ihrem Hobby? Ja. Ist es ein Wettbewerb? Nein. Hat es was mit Sport zu tun? Nein. Hat es was mit Geschicklichkeit zu tun? Nein. Hat es was zu tun mit Unterhaltung im weitesten Sinne? Nein. Machen Sie das draußen? Nein. Machen Sie es drinnen? Ja. Super. Verlassen Sie dafür Ihr Zuhause? Ja. Gehen Sie in eine Praxis? Nein. In ein Kaufhaus? Ja. Sie gehen in ein Kaufhaus? Nein, ich glaube, das führt in die falsche Richtung. Nein, kein Kaufhaus. Aber verdienen Sie damit Geld? Nein. Sind Sie Ehrenamt? Nein. Ich habe es fast gehabt. Aber Svenja freut sich über 200 Euro. Sehr schön. Und es darf gerne noch ein bisschen was dazukommen. Auf jeden Fall. Kannst du gut gebrauchen. So, Stefanie. Hat es was mit einem Minirock zu tun? Nein. Wie kommst du denn darauf? Hat es was mit Kleidung zu tun? Nein. Ist es einmalig? Ja. Ja. Versehentlich? Nein. Kannst du das besonders gut? Nein. Aber du hast es trotzdem freiwillig gemacht? Ja. Wurdest du dazu animiert? Ja. Hast du damit jemandem geholfen? Nein. So dicht dran. Aus reinem Spaß. Ja. Hast du eine Wette verloren? Nein. Hat es was mit Haaren zu tun? Nein. Ja? 400 Euro. Es ist noch sehr verworren. Es ist noch sehr verworren. Wir sind okay, dem Kern noch nicht rein. So nah. Ich versuch's mal. Svenja, ist es ein Hobby? Ja. Du sammelst etwas? Ja. Du sammelst etwas Kleines? Ja. Auch etwas Kurzes? Ja. Gibt es noch mehr Menschen, die das sammeln? Ja. Mag's kurz, klein. Sind es Tiere? Nein. Ist es aus Kunststoff? Nein. Nein. Aus Metall? Nein. Aus Stoff? Nein. Kann man das im Laden kaufen? Ja. Nee. Aha. Was ist denn kurz? Zahnstocher. Du sammelst Zahnstocher? Nein. Du sammelst Ohrreinigerstäbchen? Nein. Sie sammelt etwas, aber was? Kurzes? Kurz. Schnäpse. Du sammelst Kurze. Du sammelst kleine Schnapsflaschen. Kurze. Ja, und jetzt brauchen wir aber noch eine ganz, also einmal 200 noch drauf und jetzt brauchen wir noch eine ganz spezielle. Ich weiß nicht. So, jetzt muss Bernhard, du musst jetzt ganz schnell reinmachen.
Sie sammelt kurze, aber das reicht nicht, ja, um okay. hier zu sitzen. Also, du hast die größte Schnapsglas-Sammlung Deutschlands. Nein. Europas. Du, ich habe aber, ich habe 45 Sekunden. Okay, also, es geht um Schnapsgläser. Nein. Ah, es geht um kurze Gläser? Ja. Es geht um Schnaps. Ja. Du sammelst Schnaps. Ja. Du hast die größte Schnapssammlung Deutschlands. Du hast sie auch alle getrunken. Nein. Du sammelst diese kleinen Flaschen, diese kurzen. Genau so ist es. Die hat die größte Schnaps-Mini-Kurzglas-Flaschen-Sammlung Deutschlands. Ja! Hier ist richtig! Es war wirklich geil, das war dein. Ich habe quasi nur noch. War echte Teamarbeit und wir können das natürlich noch etwas präzisieren. Ja. Svenja hat von ihrem Opa eine Sammlung geerbt von Schnapsfläschchen. Und zwar genau 33.333 an der Zahl. Ja. Und das ist wirklich eine beeindruckende Sammlung, wie Sie hier sehen können. Ja? In diesem unscheinbaren Haus verbirgt sich ein hochprozentiger Schatz. Der Traum eines jeden Partykellerbesitzers, ein Eldorado für Feierlustige. Zwei Räume voller Schnapsflaschen. Und sie ist die Besitzerin, Svenja Bergner aus Hamburg. Mein Opa ist mit dem Rentenalter rumgereist, hat sich halt von den Reisen die Flaschen mitgebracht als Andenken. Und dann hat er mir halt die Flaschen jetzt vermacht und jetzt sind sie in meinen Händen. Und was wäre eine Schnapssammlung ohne Schnapszahl? 33.333 kleine Flachmänner. Aber was sagen eigentlich die Eltern zu so einem Erbe? Also bei Svenja müssen wir uns keine Gedanken machen, dass diese kleinen Schnapsflaschen austrinkt. Wir haben noch genug große im Vorrat, an denen sie sich dann bedienen kann. Kein Thema. Aber verführerisch wäre es ja schon. Mal ehrlich, Svenja, nicht mal in Versuchung gekommen bei den dollen Fläschchen. Mein Opa hat immer gesagt, Svenja, lass ja die Finger von den Flaschen. Und die sind nur was wert, wenn die wirklich original verschlossen sind. Ja, und dann habe ich mich notgedrungen daran gehalten. Und bin auch nicht nachts heimlich in den Keller gegangen und hab probiert. Und damit besitzt Svenja die wahrscheinlich größte Schnapsflaschensammlung in Deutschland. Und ist mit dieser Umgebung der Hotspot für alle ihre Freunde. Prost auf Opa, ne? Und nicht lang schnacken, komm nacken. Was für ein Hobby, liebe Svenja. So ein bisschen neidisch sind wir ja schon. Oh Mann, Svenja. Warum hat der Opa denn ausgerechnet dir diese Sammlung vermacht? Ich bin immer früher mit ihm auf Reisen gefahren und bin zu den Schnapsflaschenfirmen mit hingefahren und war auch eigentlich nie im Kindergarten und habe halt die Firmen mit besucht. Und da sagte er, er möchte das gerne meine Hände geben, weil er glaubt, dass ich damit am meisten anfangen kann, gerade ja, weil ich das auch von Anfang an so ein bisschen mit begleitet habe. Mhm. Sammelst du selber auch noch weiter? Nein. Oder ist einfach abgeschlossen? Ist alles abgeschlossen. Ist ja alles da. Ist ja alles da. Fläumchen gibt es da auch, glaube ich. Ja? Ja, genau, gibt's auch. Ja, genau. Also Svenja, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Glückwunsch zu 600 Euro. Dankeschön. Und viel Erfolg weiterhin und danke. Alles Gute. Svenja aus Hamburg. Herzlich willkommen, Jörg aus Mühlen. Hallo. Grüß dich, Jörg. Hallo. Hier ist Jörgs Geschichte. Darum geht's. Ach so. Ah ja. Oh, das war mal herzliches Lachen noch. Also. Okay. Oh, das war nicht nur Lachen, das war auch Ho-Ho. Ja, das war. Einige haben es verstanden, andere gar nicht. Es war, es war auch viel Ho-Ho dabei. Es könnte was mit Weihnachten zu tun haben. Ja, Hubertus fängt an. Und der Ratehinweis ist: Jörg kann nichts für sich behalten. So, jetzt, Zeit läuft, Hubertus. Da war eben eine Dame, die hat herzlich gelacht und der Herr daneben hat gar nicht gelacht. Ist es kompliziert? Weil der eine versteht es, der andere versteht es nicht. Ja. Es ist kompliziert. Ja. Ist es passiert im, während des Hobbys, während des Sports? Nein. Im Beruf? Ja. Ist es überhaupt passiert? Ist etwas passiert Ihnen? Ja. Etwas, was Ihnen Schmerzen zugefügt Nein. hat? Was Ihnen am Ende Glück zugefügt hat? Nein.
Ja, ach so. Ja, doch, doch, muss man schon sagen. Ja, okay. Ja, ja. War ja. es peinlich? War es ja. unangenehm? Nein. Hm? Es war peinlich, aber es war nicht unangenehm. Ja. Ich verstehe. Genau. Das soll einer verstehen. Gut. ist es in Ihrem Heimatort passiert? Auch. Ja. Auch? Und sind Sie da heute noch ein bisschen gespött, dem Gespött ausgesetzt? Nein, gespött nicht, oder? Nein, kein Gespött. Nein, nein, nicht gespött. Weil das führt in die falsche Richtung. Ja, ja, die ersten 200. Meine. So. Ja, deine. Nimm dir keiner mehr weg. Ja, Stefanie widmet sich dir jetzt in der Fragerunde 2. Ist das ein einmaliges Erlebnis? Ja. Ja. Haben Sie was verloren? Nein. Hat es was mit einem Geheimnis zu tun? Nein. Ist Ihnen körperlich was passiert? Nein. In der Öffentlichkeit? Ja. Hat die Zeitung darüber berichtet? Ja. Ist jemand anderem was zugestoßen? Nein. Es geht nur um Sie? Ja, also grundsätzlich ja. Ja. Hat es was mit Behalten im Sinne von bei sich behalten? Nein. Halten mit Hochhalten? Nein. €400. Ich muss manchmal so ein bisschen korrigieren, eingreifen, damit das dann nicht in die falsche Richtung geht. Ja. Jörg? Ich gucke die ganze Zeit dieses Gesicht an. Ich kenne das. Ja. Kennen wir uns? Nein. Sind Sie im Internet aktiv? Nein. Im Fernsehen? Nein, nicht im Klassen. Nein. Okay, also kenne ich Sie wahrscheinlich doch nicht. Nee. Gut. Ist das geplant gewesen, dass das passiert, was Ihnen passiert? Ach so. Ach so. Hat aber nichts mit Ihrem Beruf zu tun? Nein. Gut. Kann nichts bei sich behalten. Sie haben nichts verloren? Nichts gewonnen. Nichts gewonnen. Auch nichts gewonnen. Gut. Ist das in Berlin passiert? Nein. Ah, das hat nichts mit dem Ort zu tun, aber Berlin könnte nicht sein. Ist das vor 5 Jahren passiert oder länger her? Vor 5 Jahren? 3, 4 Jahre. Vor 3, 4 Jahren, also ja, ist es aktuell passiert. Mit Ende 30. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Ja, ist ja gut so. 600. So, Bernhard. Leiseste. Also, hat es was mit Kleidung zu tun? Nein. Hat das etwas mit Erbrechen zu tun? Nein. Ich wollte es nur klären. Ja. Hat es etwas mit Sprache zu tun? Nein. Ich habe nur 3 Möglichkeiten gehabt. Ja. Ist es kein Hobby? Nein. War das eine Aktion? Ja. Eine einmalige Aktion? Ja. Wo du Sachen verschenkt hast? Nein. Verliehen hast? Nein. Getauscht hast? Ja. Du hast dich von einer kleinen Büroklammer zu einem Haus hochgetauscht? Nein. Verdammt. Du hast Dinge getauscht einfach. Ja. Ein Gegenstand? Ja. Mit Leuten und der Gegenstand ist das Besondere. Ja, von was zu was. Ne? Ah, du hast dich von einer kleinen Sache zu einer großen Sache hochgetauscht. Ja. Innerhalb von einem Tag. Nein. Und das innerhalb von einem langen Zeitraum. Aber jetzt von was zu was. Ja. Mittellang. Ja. Gut. Ja, es ist von. Sehr gut. Ja, von. Ich hab das. Es gibt das. Von gibt es Leute, die dann immer es gibt jemand, der hat mit einer, wird. Es gibt jemand, der hat mit einer Büroklammer angefangen und das hat dann irgendwie Wettbewerb. Ein Haus gehabt. Wir haben nicht gefragt, ob es ein Geld kommt, Geld kommt, Jörg, Geld Schotter. Kommt, keine Sorge. Pass auf, Jörg, wir sind ja ganz schlau. Schotter muss raus. Ja, die Frage ist, von wo nach wo? Womit hat er angefangen? Ich schätze mal ein Haus. Okay, dann fangen wir an. Also, Auto oder Haus? Vielleicht. Von einer Briefmarke zum Auto. Schon gut. Ein Teil davon stimmt schon mal. Ja. Der große Teil, das sagen das wir jetzt, Auto. Um euch eine Chance zu geben. Das Auto ist angefangen. Da würde ich sagen, behaupte ich jetzt mal, weil ein Element eines Autos ist eine Schraube. Er hat mit einer Schraube begonnen und mit einem Auto geendet. Nein. Auch nicht. Nein. Kugelschreiber zum Auto. Nein. Nein. Jörg? Ich gucke auf die Haare. Hm? Vom Wischmopp zum Auto. Nein. Nein. Also danke. Nein, und damit kriegt Jörg auch das letzte Sackerl und hat die 1000 Euro damit gewonnen. Jetzt hast du sogar noch mal Glück gehabt, Jörg. Ja. Denn wenn er jetzt gesagt hätte, ich guck dich an und sag mal von der Flasche zum Auto, ja? Dann hätte er recht gehabt, von der Schnapsflasche zum Auto. Oh. Ja, und, genau. Pass auf, Freunde, und jetzt kommt das ganz Verrückte an der Geschichte. Ja, und da gibt es nachher noch richtig Ärger, dass er sich daran nicht erinnert.
Bernhard war beteiligt an diesem Tausch, denn er hat zwei Tauschobjekte dafür zur Verfügung gestellt. Bernhard. Oh Mann, echt? Bernhard. Ja, schauen wir uns das an, was da passiert ist. Von der Schnapsflasche zum Auto hochgetauscht. Die Schnapsflasche war es nicht und mein Auto hast du auch nicht. Das heißt. Schnaps. Mit hochprozentigem Alkohol kann Jörg Runnebohm eigentlich nichts anfangen. Ich glaube, ich hatte die größte Schnapsidee Deutschlands. August 2013. Jörg will einen neuen Dienstwagen von seinem Chef. Doch der will ihm keinen bewilligen. Aber Jörg hat eine Idee. Ich habe im Fernsehen gesehen, da hat sich jemand hochgetauscht von einer Büroklammer zu einem Haus. Da habe ich für mich entschieden, das kannst du auch. Bloß ich fange dann mit einer Flasche Schnaps an und tausche mich dann hoch zu einem schönen Geländewagen. Die Abmachung steht. Schafft er den unglaublichen Tausch, bekommt er den neuen Dienstwagen. Na dann mal los. Und so wird aus der Schnapsflasche ein Poloschläger. Aus dem eine Sonnenbrille, dann ein Fernseher, eine Motorsäge, 1000 Eier, drei Kälber bis hin zu, kaum zu glauben, eine Ampulle Pferdesperma. Ach ja, prominente Unterstützung gab's auch. Das war der Bernhard Hoecker. Von ihm habe ich zwei Bücher gekriegt mit Unterschriften drin. Da habe ich für diese zwei Bücher, ungelogen, zwei super Webkarten für ein Basketballspiel bekommen. Nach über 30 Tauschaktionen in drei Monaten ist Jörg am Ziel. Ein Auto im Wert von knapp 9000 Euro hat er ertauscht. Den Erlös spendet er der Krebshilfe. Eine tolle Sache. Aber hätte es irgendetwas gegeben, was du nicht eingetauscht hättest? Meine Freundin mit ihren beiden Kindern, also die will ich behalten. Schwiegermutter, da hätte ich gesagt, mache ich vielleicht mit. Na, dann sind wir gespannt auf die nächste Tauschrunde. Ach so, was wurde eigentlich aus dem Dienstwagen, lieber Jörg? Eine super Geschichte. Ja, was wurde denn jetzt aus dem Dienstwagen? Hat der Chef sein Versprechen eingelöst? Nee, habe ich nicht gekriegt. Nee, wirklich nicht? Nee, habe ich nicht. Also letztes Jahr habe ich zwar einen neuen gekriegt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ihn nicht gekriegt. Hast du hoffentlich gleich gekündigt? Nee, ich bin immer noch da. Ja, okay. Ich verkaufe noch Schnaps. Ja. Aber das war ja eine unglaubliche Geschichte, die ihr da ins Leben gerufen habt. Wie bist du denn auf Bernhard und die Bücher eigentlich gekommen? Mein Arbeitskollege ist, glaube ich, seine Töchter sind mit deinen Töchtern zusammen in der Schule. Ach, wie lustig. Und dann hatte ich irgendwie dann zwei Bücher von dir in der Hand. Genau. Ja. Du warst einfach so nett und hast gesagt, du, die Bücher schiebe ich da rüber. Genau. Ja. Du hast da irgendwo noch so eine Ampulle Pferdesperma. Ja, ich wollte überlegen. Irgendwas kommt da noch. Die noch auf. Danke für den Besuch. Ja, danke. Ja. Jörg Runnebohm aus Mühlen. Nett wird's auch mit unserem nächsten Gast. Freut euch auf Achim aus dem Ruhrpott. Ganz schön hell hier, Achim, gell? Ja, jetzt sitzt du im gleißenden Scheinwerferlicht, denn es geht um dich und deine unglaubliche Geschichte. Schauen Sie, warum Achim bei uns zu Gast ist. So, Geschichte ist eingeblendet. Kennen Sie natürlich mittlerweile, wenn die Möwentröte ertönt, was wir hier alles ausgraben, oder? Ja. Keine Chance. Kann man rauskriegen? Super. Können wir nicht rauskriegen, habe ich gerade erfahren. Ja. Oh. Wer weiß, der Hubertus beginnt, ja? Okay. Und das der klingt Rate, wie eine Drohung jetzt. Der Ratehinweis ist, wegen Achim, ja, war ein Oscar-Preisträger am Boden zerstört. Na komm. Lieber Hubertus. Ja. Es ist was passiert. Klar. Sie haben es nicht beabsichtigt. Ja oder nein? Sie haben es beabsichtigt. Nein. Ist es im Ruhrgebiet passiert? Ja. Wir reden von einem richtigen Oscar-Preisträger. Klar. Also nicht von einem Hund, der Oscar heißt. Nein. Nein. Waren es Dreharbeiten, wo ein Oscar-Preisträger im Ruhrgebiet gedreht hat? Nein. Ist es im Bezug in Ihrem Beruf passiert? Nee. Das heißt, Sie waren in einer Freizeitsituation? Ja. Waren Sie, und Sie haben damit nicht gerechnet? Doch. Ja, da müssen wir Ja sagen. Ja, klar. Haben Sie ihm wehgetan?
Vielleicht, vielleicht nicht physisch. Nein. Also nicht physisch wehgetan, aber es hat ihn sehr geschmerzt. Weiß überhaupt nichts. Ja? So, 200 Euro, Achim, die ersten. Den Oscarpreis hier rauskriegen, ist, glaube ich, zu aufwendig. So, Stefanie, 45 Sekunden für dich, Stefanie. Handelt es sich um eine Nachbildung eines Oscarpreisträgers? Nö. Um den Menschen? Ja. War es zum Karneval? Nee. Musste ein Arzt gerufen werden? Nein, nein, nein. War er traurig? Ja. Und hast ihn getröstet? Hast ihn, kannst du zu mir schicken können, wer immer das auch ist? Aber auf gar keinen Fall, nein. Okay, ist es ein Amerikaner? Ja. Ist er heute noch im Film aktiv? Ja. Ist er sehr berühmt hier auch in Deutschland? Ja. Ja. David Hasselhoff mal einen Oscar gekriegt? Komm doch, komm doch. Hm? So, 400 Euro, Achim. Und Jörg ist am dransten. Am Boden zerstört. Ich möchte mich daran abarbeiten. Erstmal schön, dass du da bist, Achim. Hast du diesen Oscar-Preisträger in die Fresse gehauen? Nein, nein, nein. Hast du ihm wehgetan? Ja. War er schon Oscar-Preisträger, als du ihn am Boden zerstört hast? Nee. Ah! Oh! Oh, hast du Leonardo getroffen? Hast du Leonardo getroffen? Oh. Ja. Oh! Oh! Oh. Du hast... Ich hätte ihn getröstet. Die Oma kommt aus Deutschland. Das heißt, als ein Junge warst, du ihn getroffen und am Boden zerstört. Du hast gegen ihn gewonnen im Tennis, im Fußball, im Tischtennis, im Handball, im Fahrradfahren. Er fährt auf Fahrrad. Hast du gegen ihn einen Wettbewerb gewonnen? Ja, ja. Aber die Frage ist, in welchem? 600. Leo, so. Leo. Jetzt. Leonardo müssen wir nur noch wissen Leonardo und herausfinden. So. Du hast mal wieder. Du hast Leonardo DiCaprio in einem Schönheitswettbewerb besiegt. Was ein. Danke für das Kompliment, oder? Aber nein. Genau. Ihr wart zusammen bei dem Wettbewerb. Ja. 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 War es ein Sport? Nein. Nein. Tanzen? Ja. Es war ein Tanz. Du warst an die Wand getanzt. Ballett, du warst der bessere Balletttänzer als er. Nein. Du hast besser getanzt als er. Ja, in einem Tanzwettbewerb hast du gewonnen. Lateinamerikanisch? Ja. Die ist leider nicht dran. Hip-Hop, du hast beim Hip-Hop-Tanzen gegen ihn gewonnen. Beim Jazz-Dance. Du hast bei einer, ist es Lateinamerika, klassischer Tanz? Psst, ihr haltet euch raus. Ihr. Ja. 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 Nein. Aus. Es geht um seine Kohle, ihr seid nicht dran, ihr dürft ihm nicht helfen. Ja, aber wir wissen 800 doch. Euro. Wir gönnen mir das Geld. Oh, so, Leo. Komm, Bernhard. Komm, Stefanie, du weißt es. Er hat Leonardo DiCaprio im Breakdance besiegt. Jawohl. Jawohl! Ja, das ist er. Und wir haben, es gibt leider, das muss man dazu sagen, es gibt leider kein Bewegtbild davon. Ne? Da war leider keiner mit dem Handy dabei, der gefilmt hat. Das hatte natürlich auch einen Grund. Du warst wie alt? Ich war 10 Jahre alt. Ja, und er? Und er war, glaube ich, 9 oder so. Ich glaube, ein Jahr jünger, wenn mich alles täuscht. Ja. Aber es gibt zum Glück ein paar Fotos davon. Oh, her damit. Es war in den 80ern der Trend aus den USA. Breakdance. Ich hatte damals alle Moves drauf. Und mit diesen Moves hat Achim Schilling aus Ohr-Erkenschwick im Sommer 84 richtig Erfolg. Es sind Stadtmeisterschaften. Der damals 11-Jährige legt ordentlich vor. Bis er kommt. Ja, tatsächlich, Leonardo DiCaprio mit 9 Jahren. So ein bauchfreies T-Shirt, das kannten wir damals gar nicht. Der kam hier rüber mit seinem Lederhöschen, oder mehr so ein Gummihöschen eigentlich, schwarz. War ein kleiner Gigolo. Kam ganz gut rüber. Wir waren aber auch alle nervös. Weiß Gott, was er für Moves drauf hat. Das wussten wir auch gar nicht. Ne? Weil aus L.A., da erwartet man natürlich viel, ne? Ist klar. Doch Leo ist längst nicht so gut wie Achim. Und so gewinnt am Ende der Deutsche gegen den späteren Hollywood-Star. Kaum zu glauben. Er war sehr zielstrebig und wollte auch gewinnen. Hat nicht geklappt. Bleibt die Frage, wer in der B-Note bei den Mädchen besser ankam.
in unserem Alter waren Mädels, glaube ich, eher Nebenrolle. Wobei ich sagen muss, dass er wahrscheinlich heute viel, viel mehr Fanpost kriegt, weil ich glaube, ich kriege keine. Aber im Großen und Ganzen, Leo, Finger weg. Ich habe meine Frau gefunden, meine große Liebe, und die habe ich auch geheiratet. Tja, und wer weiß, was passiert wäre, wenn Leo gewonnen und Achim die Hollywood-Karriere gemacht hätte. Achim, total wann hast du wirklich das erste Mal gecheckt, dass der Junge damals aus dem Breakdance-Wettbewerb, weil der war ja noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, dass das der Leonardo DiCaprio ist, der dann später im Kino zu sehen war, in den Filmen zu sehen war? Kaum zu glauben, aber 2010 habe ich da drauf gecheckt. Wie kam das dann raus? Ja, ich habe, das war ein Zufall. Ich habe im Internet einfach so rumgesurft, wie man abends so macht, mit seinem Tablet und fertig. Und auf einmal stand da Leonardo DiCaprio, damals beim Breakdance-Wettbewerb mitgemacht. Ich habe das wirklich mal einfach so verfolgt. Ich dachte, oh, der war, Oma kommt auch auf Erkenschwick und so weiter. Ja, und das ist passiert. Und da tatsächlich, das war 1984, und da habe ich recherchiert. Ja, und da habe ich bei der Zeitung angerufen, die auch damals da Veranstalter war. Und dann gab es die Fotos noch, und ich habe mich natürlich kaputt gemacht. Ich habe noch schöne Wetten damit gewonnen. Und dann hast du gesagt, hier, ich bin's. Ja, ich war's. Ja, war das gut. So, Achim. Herzlichen Glückwunsch zu 800 Euro und tja, die Liebe fürs Leben haben wir gesehen, gefunden, und wir haben sie ja noch so wunderbar bildlich verewigt. Ja, genau. Danke für den Besuch, eine wunderbare Geschichte. Vielen Dank. Achim Schilling aus Erkenschwick. Dankeschön. Danke, dass du dabei bist. Wir haben einen nächsten Gast, einen weiblichen Gast. Ja. Das ist schon mal schön. Nicole aus Wedel. Herzlich willkommen. Hallo Nicole, grüß dich. Haha. Nicole freut sich auf euch, ihr freut euch auf sie, und wir alle freuen uns auf Nicoles Geschichte. Oha. Achso, ich bin ja dran. Ich glaube, ich bin gerade ganz froh, dass du beginnst. Ja, ich weiß noch nicht. So schwer? Ja. Schwer? Kann man es schaffen? Nee, ne? Nee. Da gehen die Meinungen auseinander hier gerade. Ja, lieber Hubertus, auch du musst nicht beginnen, ohne einen Ratehinweis zu bekommen, der dich direkt auf die richtige Spur führen wird. Nicole erlebte ihr blaues Wunder. Jetzt bist du dran, denn ich bin fertig. Auf geht's. Ist Ihnen was Schlimmes passiert? Nein. Ist blau. Ist Ihnen was Schönes passiert? Ja. Hat es was mit einem Mann zu tun? Nein. Mit einem Beruf? Ja. Hat es Sie überrascht? Bei der Ausübung Ihres Berufs? Ja. Üben Sie Ihren Beruf im Haus aus, also innen drin? Ja. Ein Handwerksberuf? Nein. Ein Dienstleistungsberuf? Nein. Okay, aber Sie lachen immer noch beim blauen Wunder. Ja. War das so, dass es in der Zeitung stand in Wedel? Ja. Die Leute haben gelacht. Haben die Leute gelacht, war die Frage. Nein, hallo. Eher nicht. Nein, eher nicht. Die haben nicht gelacht. Oder? Haben die gelacht? Ja, auch. Auch, ja. Die einen so, die anderen so. Nicht mehr sagen. Nicht mehr sagen. Sie waren nicht erschüttert. Also, Sie haben gelacht. Nein, nein, nein. Nein. Naja, ich frage ja nur. Aber Sie haben auch nicht ausschließlich gelacht. Also, es war unterschiedlich in den Reaktionen. Stefanie, blaues Wunder. Ja, hat das was mit der Brücke in Dresden zu tun? Nein. Haben Sie etwas gefunden? Nein. Ist etwas kaputt gegangen? Nein, zum Glück nicht. Ist das blaue Wunder eine Flüssigkeit? Nein. Ein Gegenstand? Ja. Dieser Gegenstand ist blau. Von Natur aus blau? Nein. Der ist danach erst blau geworden? Durch Sie? Nee, weil er ja vorher keine andere Farbe hatte. Ja, nein. Sie haben etwas mit diesem Gegenstand gemacht? Ja. Aus Versehen? Nein. Mit Absicht? Ja. Und dieser Gegenstand war danach mehr wert? Ja.
Ein großer Gegenstand? Nein. Nein. Ich sage nur mal so als kleine Korrektur, verabschiedet euch mal von dem Gegenstand. Also es ist kein Gegenstand, der blau ist. Ne? Also so, der Gegenstand ist nicht blau. Nein. Nee. Ne? Jörg, du bist dran. Jetzt erlebst du dein blaues Wunder, Nicole. Pass auf. Ich liebe es, danke. Ja, also ich habe das ja nicht mitbekommen. War es der Beruf? Ja. Du hast nicht mitbekommen? Bist du gerade das gekommen? Nein, oder was? War das so, so ein Jein. Hast okay, du Ohrstöpsel drin gehabt? Ja, wir hatten jetzt alles Dienstleister. Was gibt es denn noch? Was kein Handwerk. Künstlerisches? Ja. Ha! Du bist, töpferst du? Nein. Was machen wir denn noch? Malst du? Ja. Du hast etwas gemalt, das war blau. Ja. Spektakulär. Gut, und das hat für Aufsehen, das hat für Aufsehen gesorgt. Ja. Okay, über die Grenzen wedelt's hinaus. Ja. Bundesweit. Ja. Aha. Ah. Hast du was für die Politik gemalt? Ja. Ja. Ah. Ja, das war da ein letztes Jahr. 600 Euro. Lass den Bernhard in. Ja, er hat es nicht verstanden. Für die Politik. Man muss Politik. So, Bernhard. War der Gegenstand im weitesten Sinne, war der draußen? Nein. War das ein Stück, ein Möbelstück? Nein. War das ein Alltagsgegenstand? Nein. Politik. Nein. War das ein Plakat? Nein. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich sage nur Worte, die mir gerade einfallen. Man merkt es. War das ein Auto? Ich mach einfach mal weiter. Ja, mach mal. Auto auch nicht? Nein. Kein Gegenstand, sagten wir schon. Ja, ja, deshalb ja. Ein Fußboden? Ein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich fange mir nicht mal an, wie man in die Nähe eines Gegenstands Bild. Kommt. Ja, ja, Bild, aber Bild was ist ja. Gegenstand? Muss ich schon wieder dazwischen gehen? Ja, ein. Ja. Laus. Keine Ahnung. Ich muss dazwischen gehen. Ja. Puh. Bernhard. 800 Euro für dich. Puh, Mensch. Jetzt muss ich aber auch noch mal überlegen, was malt man denn alles so, wenn man künstlerisch unterwegs ist? Klar, Fußböden, Autos. Ja, oh, aber sonst, ich weiß gar nicht. Naja, sie hat ein blaues Bild gemacht. Jetzt habe ich gedacht, wo drauf? Ob es vielleicht auf dem Boden was Besonderes war? Ach so. Ja, da muss man nicht sagen, oh, der Bernhard, der ist aber doof. Da kann man, ja. Da kann man auch mal. Ja, aber. Aber der Begriff Bild ist eben in deiner gesamten Aufzählung nicht gefallen. Ja, ne? Ja, aber Bild ist ja ein Gegenstand. Ja, ja. Worauf das Bild? Ja so, jetzt dürft ihr mal reden. Da geht es um das Motiv. Lasst mich mal gehen. Ich habe eine geniale Idee. Oh, okay. Oh. Weil sie ist die erste Malerin, die Bodypainting im Bundestag macht. Und da die FDP händeringend um Identität ringt, hat sie die ganze Fraktion blau angemalt. Nächstes Mal. Ich arbeite dran. Nächstes Mal, ja. Toi, toi, toi. Stefanie. Also es ist ein Bild, was anscheinend blau ist, und da ist ein Motiv drauf. Geldschein. Oh. Aber das ist, Geldschein. Weit sind wir schon. Hat sie einen Geldschein gemacht? Geldschein? Ja, die Geldscheine nee, da ist bestimmt auch irgendwie. Pinsel, nee. Die da sitzt. Stefanie, da. Nee, aber Hauptsache das Bild ist schön. Es ist nicht mal weniger kalt geworden, geschweige denn warm. Nee. Jörg, Lösung. Komm, jetzt Erlösung. Sagst du, weißt du? Hast du Lösung. Dieses Bild gemalt, welches Herr Gauck der Queen Elizabeth gegeben hat, dieses blaue Pferd? Das ist richtig! Noch nie gehört. Ganz. Nicole Leidenfrost aus Wedel ist. Ich dachte, das sei gar keine zeitgenössische Künstler. Ich dachte, das war ein ehemaliges Gemälde. Ich wusste gar nicht, dass es diese Dame. Das ist extra angefertigt worden. Und damit ist Nicole über Nacht berühmt geworden. Und sie war selber mehr als überrascht, was dieses Bild alles so ausgelöst hat. Das war der Hammer. Es ist das Ereignis 2015. Die Queen in Deutschland. Alles geht eigentlich seinen ganz normalen, royalen Gang. Wäre da nicht das Gastgeschenk von Bundespräsident Joachim Gauck? Kunst. Genauer gesagt, ein Gemälde, das die Queen etwas verstört. Das ist eine merkwürdige Farbe für ein Pferd. Und das soll mein Vater sein? Gemalt
Bald hat diese Auftragsproduktion für das Auswärtige Amt Sie hier. Nicole Leidenfrost aus Wedel bei Hamburg. Dann haben die mich angerufen und haben gesagt, sie haben den Zuschlag bekommen. Und ich habe gedacht, wow, ich bin sie kurz kaum glauben. Und ich war froh, dass sie gesessen hat in dem Moment. Aber mal ehrlich, blau und Pferd, wie passt denn das zusammen? Ich habe es eben bewusst blau gemalt, um ihre Königlichkeit auch zu unterstreichen. Als dann irgendwie die Diskussion losging von wegen, das ist ein blaues Pferd, dachte ich, so, das kann nicht wahr sein. Aber ich fand es auch lustig. Also ihre Reaktion, das ist strange color for a horse. Ich, ist okay, ich hätte es auch gelb malen können. Zum Glück war das Pferd nicht gelb. Und wirklich geschadet hat der mediale Aufschrei Nicole auch nicht. Im Gegenteil. Für mich war es wirklich der Jackpot, weil es war ungewöhnlich und ungewöhnliche Sachen haben einfach heutzutage einen sehr hohen Wert, weil die Leute schauen hin und jeder sprach über dieses blaue Pferd, über die Reaktion der Queen und ich habe nur gedacht, vielen Dank, weil es ist einfach für mich eine wunderbare Situation, als Künstlerin bekannt zu werden. Dafür kann ich immer nur sagen, Dankeschön. Kunst bleibt eben Geschmackssache und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, nicht wahr? Genau. Ride a Cowboy. Nicole, wie kommt man denn überhaupt in die Verlosung für so einen Auftrag vom Bundespräsidenten, für einen Staatsgast ein Bild zu malen? Ja, Jokerfrage. Mhm. Und zwar, ich habe davon mitbekommen, dass es einen Geschenkepool gibt im Auswärtigen Amt und habe dann einfach angerufen, habe gesagt, schönen guten Tag, wer ist dafür zuständig? Und dann kommt man natürlich nicht weiter. Mhm. Und habe dann meine Homepage hingeschickt, so von wegen, bitte weiterleiten. Und die fanden meine Sachen so wunderbar, weil die eben so farbenfroh sind, auch so freudig, nicht trist, nicht düster. Mhm. Und ja, und so kam man einfach zusammen. Eine wunderbare Geschichte, die es zu Recht auch hier zu uns in die Sendung geschafft hat. 800 Euro sind es geworden. Alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für den Besuch. Nicole Leidenfrost aus Wedel. Danke, Nicole. Herzlich willkommen. Hier ist Peter aus Berlin. Hallo. Hallo Peter. Ja, mach was. Raus. Die Möwentröte ertönt und die Geschichte wird eingeblendet. Du bist zu lustig, dass es was Erfolgreiches, oder? Oh, ich muss schon wieder diese eine Frage stellen, ob es damit was zu tun hat. Ja, frag du, ob es damit zu tun hat. Ja. Dann ist es durch, das Thema. Ja, okay. So, Jörg beginnt. Ja. Und der Ratehinweis für euch lautet, wenn Peter loslegt, sind die anderen unten ohne. Jörg, ja, los geht's los. Ich muss jedes Mal die Frage stellen bei diesem Gelache des Publikums. Hat es etwas mit Sex zu tun? Nein. Ah, danke schön. Ja? Unten ohne, fangen wir mal an. Hat es was mit Hosen zu tun? Nein. Mit Schuhen? Nein. Ist es ein Beruf? Nein. Ein Hobby? Nein. Ist es einmal passiert? Nein. Sie machen es regelmäßig? Ja, muss man schon ja sagen. Sie glücklicher. Ja. Könnte ich das auch? Nein. Könnte das Frau Stumpf? Nein. Ah, aber es könnte auch eine Frau? Ja. Gibt es mehrere Menschen in Deutschland, die das können? Eher nein. Eher nein. Ja. Aha. Gut, findet das draußen statt? Nein. Also drinnen? Ja. Bei Ihnen zu Hause? Nein. Oh, guck mal, es waren aber viele Fragen in 45 Sekunden. Sehr gut. 200 Euro. Und wir wechseln rüber zu Bernhard. Guten Tag. Das, was Sie machen, machen Sie das an Menschen? Nein. An Tieren? An Pflanzen? An Tieren? Nein. An Pflanzen? Nein. Holz. Pilze? Nein. An Gegenständen? Nein. Kein Mensch, kein Tier, kein Pflanz. Kein der macht nichts. Der Bakterien. Wer sagt denn, dass er etwas an jemand macht? Ah, okay. Aber es geht um Menschen, die unten ohne sind. Nee, es ist was unten ohne. Loslegt? Weil ohne Mensch, wir sind ganz nah dran. Ja, ich glaube ja. Sind Sie Koch? Nein. Meteorologe? Nein. Kein Beruf. Also 400. Also ich habe gelernt, kein Beruf, kein Hobby. Sie machen es nicht an jemand. Ist es eine Begabung, die Sie haben?
Ja. Etwas, was ihnen der liebe Gott in die Wiege gelegt hat, was sie sich nicht haben erarbeiten müssen. Ja, ja. Es ist eine kuriose Begabung. Ja. Ja. Also sie können mit dem Ohren wackeln und gleichzeitig einen Radetzky-Marsch pfeifen oder sowas in dieser Art. Ich kann mit den Ohren wackeln, aber das hat... Ja. Aber das ist nicht aber das Gesuchte. Aber sie trägt das, was sie können, zur Belustigung anderer bei. Ja. So weit, dass sie dafür auch Geld nehmen könnten. Ja. Also das, was sie können, ist eine belustigende Begabung, wo die so ein bisschen Geld reinbringt. Ja. Nee, und das können nur sie, Frau Stumpf kann es nicht. Ja. Ja? Nein, ja. 600? Ja. 600? Kann die anderen jetzt irgendwie Hosen machen oder nicht? Das weiß ich, aber es ist eine lustige Begabung. Okay, so, ich bin bereit. Sind die anderen Freiwillige? Welche anderen? Na, die anderen, die... Na, die anderen, um die es geht in der Beschreibung. Nein, ja, die sind anscheinend Wurst. Okay, gut. Nee, die sind nicht Wurst, aber nicht okay, freiwillig. Aber unten ohne, reden wir von Textilien? Die da fehlen, ja. Deswegen. Die unten, die Textilien fehlen. Sie können, sie machen nicht etwas mit den Menschen, sondern sie fassen die Menschen nicht an? Nein. Sie schauen die Menschen an? Nein. Sie... Keine Menschen. Keine Menschen? Ihre auch nicht. Sind es Puppen? Nein. Gegenstände nicht, sind Menschen, sie nur nicht für Tiere, einen Mensch? Nicht. Sind es Geister? Geister? Nein. Sind es... Sind das, ist nur in ihrem Kopf? Nein. An irgendeiner Stelle... An irgendeiner Stelle waren wir draußen. Wir waren weil draußen. Ich überhaupt wir sind keine weit Ahnung, davon es entfernt. Ist, weil es ist... Ich habe keine Ahnung. Es sind keine Menschen, es sind keine Tiere, keine Pflanzen, keine Bäume. Wir konnten ihn fragen, was wir wollen. Er hat immer Nein gesagt. Können Sie Ja nicht können Sie sagen? Nicht, können, sind Sie der Mann, einzige Mensch, der nicht Ja sagen kann? Nein. Ich muss ja anfangen, ne? Ja, mein Lieber. Sie sind der einzige in Deutschland tätige Fernhypnotiseur. Und schaffen es durch ihre telepathischen Kräfte innerhalb von 5 Minuten, dass alle Menschen hier im Publikum gleich die Hose ausziehen? Nein. Ganz sicher nicht. Überlegen. Versuchen Sie es mal. Ganz sicher. Nein. Das tut mir leid. Nein. Gut für Sie. Bernhard? Sie sind DJ. Und wenn Sie auflegen, ist es sphärische Musik. Und die Menschen haben das Gefühl, dass sie schweben. Und sie haben keinen Boden mehr unter ihren Füßen. Man könnte quasi ein Blatt einmal über den Boden ziehen oder einen Wischmopp. Und deshalb ist die Disco, in der Sie auflegen, immer sauber. Ich würde sagen, ganz weit daneben. Ja? Ganz, ja, ganz weit. Schöne Idee, aber weit daneben. Wer hat nicht Nein Robertus. Er ist der einzige Mensch, der alle wesentlichen guten Witze, die je hervorgebracht sind, in Serie hintereinander erzählen kann? Nein, jetzt haben wir es. Ja. Stefan. Ich glaube, dass er es schafft, dass Menschen über Feuer gehen können, indem wir die Schuhe ausziehen und dann laufen die über heiße Steine. Nein, 4-mal nein. Das heißt, wir sagen Peter erstmal herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Wir werden euch die Antwort, worum es geht, auf ganz einfache Art und Weise geben. Peter, darf ich dich bitten, einmal ganz kurz zu sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Kaum zu glauben. Donald Duck! Donald Duck! Peter Kraus aus Berlin ist die deutsche Stimme von Donald Duck! Auf der Welt gibt es über 6.000 Sprachen. Aber hier, in Berlin, spricht ein Mann eine Sprache, die kaum einer spricht, aber wohl jeder kennt. Entisch. Hallo, ich bin Peter Krause und ich spreche Entisch. Ich bin der Stimmeschütze. Donald Duck. Aber wie kommt man zu so einer Sprache? Ich habe Donald Duck mit 7 Jahren in New York zum ersten Mal entdeckt und geliebt. Und als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, hat mir mein Cousin beigebracht, wie man die Stimme nachmacht. Professionell wird alles 1988 in einem Berliner Tonstudio. Dann haben wir Probeaufnahmen gemacht und ich hatte irgendwas, was ich da reden sollte. Und am Schluss sagte mir dann irgendwann, dass sie das ganze Haus zusammengetrommelt haben, weil sie es nicht geglaubt haben, dass es da jemand gibt, der Donald Duck auf Deutsch kann. Oh, verdammt nochmal!
Seit 28 Jahren ist Peter die offizielle Stimme von Donald Duck. Das Team ist seitdem unverändert. Vom Donald träume ich manchmal oder kriege ich schon Albträume. Der Peter ist ja okay, aber Donald ist ein Albtraum manchmal. Das ist so staub zu glauben. Und die größten Fans, das sind natürlich Kinder. Also Kinder von 1 bis 100. Ich hätte nicht gedacht, dass Donald Duck so aussieht, so gut aussieht. Super! Und irgendwie kann Peter auch gar nicht aus seiner Rolle. Macht aber nichts, denn Gesprächspartner findet er eigentlich auf jedem Teich. Okay. Das war's. Tschüss. Aber weißt du was? Wir haben gerade gesagt, wenn man sieht, wie sie das vertonen, eine gewisse optische Ähnlichkeit entsteht in dem Moment ja auch. Ich wusste, dass das kommt. Aber ist ein bisschen so, oder? Das ist wie zwischen Hund und Halter. Ja, genau. Hammer. Aber das Besondere ist ja wirklich das Lachen von Donald. Das könnte man sich stundenlang einmal... Peter Krause aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro und vielen Dank für den Besuch, die deutsche Stimme von Donald Duck. Dankeschön. Herzlich willkommen, hier ist Elke aus Hannover. Hallo Elke. Der Jörg wird sich ja gleich als erstes mit dir beschäftigen, aber vorher verraten wir euch und Ihnen natürlich, worum es geht. Keine Physikprofessorin, sie ist... Oh, ich weiß nicht. Herr Herber, aber mit Schreck bekommen. Hat er Schreck bekommen. Eieiei, da ist ja jemand ein Herzinfarkt gekommen. Doch, was machen Sie bloß? Achtung, gerade sitzen. Jörg, denke dann, der Ratehinweis. Elke hat es mit ganz viel Vitamin C nach oben geschafft. Sollen wir woanders beginnen? Ja, ich weiß es, weil ich es in der Bild gerade gelesen habe. Was? Hm? Vielleicht oder? Liegst du ganz falsch. Hm? Vielleicht liege ich total falsch. Ja. Du, okay, wir fragen mal. Hat es was mit Fernsehen zu tun? Ja. Okay. Wie geht's Ihnen sonst? Sie haben lange in Amerika gelebt. Ja. Gut. Und jetzt erst wieder in Hannover. Ja. Hannover ist schön. Ja. Du weißt es wirklich, oder? Ja, ich weiß es wirklich. Ja. Ja, dann hol dir dein Halleluja. Ja, ich weiß nicht, ob es... Sie wird's verkraften. Ehrlich? Ja. Ich weiß nicht, ob es die Erdbeere war oder die Kirsche oder was es auch noch gab. Sie ja, waren, das musst du uns schon sagen. Okay, Sie waren auf jeden Fall bei Tutti Frutti, bei Hugo Egon Balder dabei. Ja. Ja. Und haben Chin-Chin gemacht, aber ich weiß es nicht, was ja, ne. Die... Kiwi? Nein. Kirsche? Nein. Erdbeere? Ja. Ja! Ja! Eine solche Popularität und Bekanntheit. Und liebe Elke, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Altersgruppe. Ich wollte gerade sagen, ja? Ich habe es geguckt und das waren für mich die ersten erotischen Erfahrungen, die ich so gesammelt habe. Also ich habe sie oft gedanklich mit ins Bett genommen. Also so. Viele, viele Menschen erinnern sich natürlich noch, denn Tutti Frutti hat einfach zum Leben und natürlich auch zum Fernsehen und zu RTL dazugehört. Und die Jüngeren, die jetzt zuschauen, da gucken wir noch mal. Wir haben noch mal ein paar wunderbare Ausschnitte ausgegraben. Anfang der 90er sorgt die Fernsehsendung Tutti Frutti für Aufsehen. Und mittendrin Elke Jeinsen als Erdbeere. Naja, die Spielregeln von Tutti Frutti hat wohl keiner verstanden, glaube ich. Ich glaube, wir hatten Wichtigeres zu tun. Die Ex-Miss Hannover wird mit ihren Kurven zu Deutschlands sündigster Rotfrucht. Tutti Frutti war ja die Sendung, die jeder kannte und keiner guckte. Und für mich, ich hatte kein Problem, die Hüllen fallen zu lassen, weil ich war vorher ja schon mal Playboy Playmate und ich fand das eigentlich nicht schlimm. Ich fand das überhaupt gar nicht schlimm. Ich wusste allerdings auch noch nicht, dass es jeden Samstagabend im Fernsehen erscheint.
Mit dem Fernsehengagement startet die gebürtige Hannoveranerin richtig durch. Zehnmal schafft sie es weltweit auf ein Playboy-Cover. Heute arbeite ich als Personal Trainer. Und es macht mir besonders Spaß, älteren Leuten zu helfen, dass die fit sind und vor allen Dingen gesund sind. Und auch der Erdbeere. Ihrem alten Markenzeichen ist sie bis heute treu geblieben. Die Banane kann man zwar leichter ausziehen, aber die Erdbeere bleibt immer. Es ist ein Markenzeichen, das werde ich, glaube ich, niemals verlieren. Also das war echt ein Traumjob, den ich nicht bereue. Stimmt. Lecker. Lang her, ne? Lang her. Wie oft, Elke, wie oft kommt es heute noch vor, dass Menschen direkt auf der Straße kommen, also so wie Jürg dich jetzt ja auch sofort erkannt hat und gesagt hat, oh, du bist doch, sie sind ja, doch. Ja, jedes Mal, wenn die Bild-Zeitung das schreibt. Ja. Weil es gibt keinen einzigen Artikel, wo die das fernhalten. Egal, worum es geht, es wird immer dazu geschrieben. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die mich auf der Straße ansprechen, aber das ist jetzt noch selten. Ja. Aber früher war es mal ganz, ganz schlimm. Ja, na, natürlich. Ich meine, also, das war eine unglaublich bekannte Sendung. Und, das war schon eine Knalle. Ja. Das, und jeder hat es abgestritten. Ja, ich habe mal gehört von der Sendung oder mal kurz reingeguckt. Hat mir ja nicht zugegeben. Ja, ich denke mir, hätte ich 10 Jahre früher mit Fernsehen angefangen, man hätte mich gefragt. Ja, ja, als Glaube. Ja. Hat der Hugo noch mal Glück gehabt. Das ist natürlich ein wunderbares Stück Fernsehgeschichte. Und deswegen sagen wir danke für den Besuch an Elke Jansen. Dankeschön. Ich sage herzlich willkommen, Thomas aus Berlin. Hallo. Hallo. Man wird sehr intensiv gemustert, wenn man hier gerade Platz genommen hat. Einmal gescannt. So, unsere Möwentröte kündigt auch in diesem Falle wieder an, wenn die Geschichte eingeblendet wird, nämlich jetzt. Also, tragisch ist es nicht. Ich weiß jetzt schon, ich möchte mit Thomas nicht tauschen. So, der Hubertus beginnt. Ja. Und es gibt natürlich auch einen Ratehinweis, ja. Hubertus, okay. Der euch auf die richtige Spur führen soll. Thomas steht auf dicke Dinger. Ich bin raus. Ja. So, 45 Sekunden stehen dir zur Verfügung. Hat Jörg Pilawa recht? Ist Ihnen was passiert, was Sie keinem von uns wünschen? Nein. Es ist was Schönes gewesen. War es ein Ereignis? Kein Ereignis. Kein Ereignis. Hat es was mit Ihrem Beruf zu tun? Ja. Sind Sie ein Handwerker? Nein. Akademiker? Ja. Ein Lehrberuf? Ist es innen drin passiert, in einem Raum? Das an sich ist ja noch keine frivole Frage, Herr Pilawa. Doch. Warum? Also üben Sie Ihre Tätigkeit im Raume aus? Nein. Draußen? Ja, irgendwo muss es ja. Drin oder draußen? Ja. Drin oder draußen, so kann ja, also man sagen. Also dann eher draußen. Ach, drin und draußen. Kommt man zu Ihnen? Nein. Sie kommen zu mir? Nein. Zu dir? Ich glaube, es geht um Frauen. Ganz ehrlich, ich glaube, es könnte durchaus ein spannendes Treffen zwischen euch werden. Aber beruflich würde ich dir nicht wünschen, dass Thomas zu dir kommt. Ich möchte meinen anspruchsvollen Fragen hier ernst genommen werden. Ja? Ja. Die ersten 200 Euro. Stefanie, du bist an der Reihe. Gut. Hat es was mit Obst zu tun? Nein. Hat es was mit dem Hintern zu tun? Indirekt. Hat es was mit Implantaten zu tun? Nein. Mit Photoshop? Nein. Mit dem Hintern einer Frau? Nein. Eines Mannes? Nein. Aber mit dem Hintern. Fertigen Sie etwas für das Hinterteil an? Nein. Nein. Hat es was mit Sitzen zu tun? Woran denkst du? Nein. Züchten Sie etwas? Ja. Nein, ja. Züchten Sie etwas aus einem Naturstoff? Nein. Aus Plastik? Nein. Silikon? Nein.
Thomas, wir sind bei 400 Euro. Schauen wir mal, Jörg. Hat es was mit Tieren zu tun? Ja. Sie züchten Tiere? Ja. Ja, Insekten? Nein. Säugetiere? Ja. Oh. Fangen wir mal an. Kühe? Nein. Pferde? Nein. Vierbeiner? Ja. Oh Gott. Giraffen? Nein. Was gibt's noch? Gibt eine Menge Tiere. Paarhufer, Wiederkäuer, sowas. Ja, genau. Ja, genau. Wiederkäuer? Nein. Paarhufer? Ja. Oh, was gibt's denn da? ist ein Elefant ein Paarhufer? Elefanten? Ja. Oh, Sie sind Elefantenforscher? Ja. Aber es ist noch nicht das, was wir suchen. Gut, was machen Sie mit diesen armen Tieren? Reiten Sie auf Elefanten? Nein. Besitzen Sie Elefanten? Nein. Gut, ja. Nochmal 200 dazu. Er macht auch mit Elefanten. Er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt für Elefanten. So, Bernhard. Sie arbeiten mit Elefanten. Ja. Sind Sie Arzt für Elefanten, also Tierarzt auf Deutsch? Ja. Aber ein Spezialist? Ja. Schauen Sie den ins Maul? Nein. In den Hintern? Nein. Lange überlegt. Sie haben eine Weile überlegt, das heißt, Sie fangen zumindest dort hinten an. Ja. Ist die Fachrichtung relevant, was für ein Tierarzt-Spezialist Sie sind? Also nein. Dermatologe für Elefanten zum Beispiel. Würde sich lohnen. Viel Haut, gefaltet. ja. Aber Sie, bin ich nicht. Arbeiten Sie im Zoo? Auch. Auch. Ah, da gehen Sie also hin. So, was macht er mit Elefanten? Also Sie arbeiten hinten am Elefanten. Überall am Elefanten. Nein. Aber vor allen Dingen hinten. Ja. Oh, ich hatte ja gedacht, der Bernhard löst es. Ja? So, 800 Euro. Ich hab eine Idee. So, möchtest du anfangen, Hubertus? Du darfst Dass wir einen ganz seltenen Beruf hier vor uns haben. Und zwar aus dem Elefantenkot kann man ja Krankheiten lesen, wie ich weiß. Da er nicht reinguckt, wartet er, bis es rauskommt und zerlegt es dann und analysiert, welche Krankheiten dieser Elefant haben könnte. Nein. Nein. Und eigentlich schade. Und dann findet der Holzstück und sagt, das ist eine Krippe? Ja. Stefanie, dein Tipp. Aber so schlecht war es nicht. Doch, er ist Elefantenbefruchter. Das ist richtig! Na gut. Um es ganz korrekt zu formulieren, Professor Dr. Thomas Hildebrandt ist Elefantenbesamer. Und wirklich niemand hat mehr Elefantenbabys erzeugt als er. Ja. Und das ist natürlich. Wie viel kommt da raus? Das ist natürlich ein Teil seines Aufgabenbereiches, aber natürlich auch ein spannender. Ja. Und wir waren mit der Kamera dabei. Professor Dr. Thomas Hildebrandt aus Berlin. Der Arzt, dem die Frauen. Moment. Nochmal. Professor Dr. Thomas Hildebrandt, der Arzt, dem die Elefanten vertrauen. Wenn Elefanten in Menschenhand, also Zoos oder Safari-Parks, sich von selber nicht fortpflanzen können, dann würden wir letztendlich mit künstlicher Besamung mithelfen, dass die Kühe trächtig werden, weil das ist sehr wichtig für die Gesundheit dieser Tiere. Es ist das Fingerspitzengefühl des 53-Jährigen, das einen Erfolg ausmacht, was nicht immer ungefährlich ist. Wir hatten mehrere lebensgefährliche Ereignisse. Eins, was mich persönlich auch betroffen hat, war, dass ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe, weil sich ein Elefant auf mich mal gesetzt hat während einer Untersuchung. Aua. Tja, Thomas ist halt hart im Nehmen, wenn es um künstliche Fortpflanzungstechniken geht. Weltweit haben er und sein Team die meisten Elefantenbabys mittels künstlicher Besamung erzeugt. Die künstliche Besamung beim Elefanten ist technisch extrem aufwendig und es hat über 20 Jahre gedauert, bis wir das Problem gelöst hatten. Die Lösung ist heiß begehrt, ob in Amerika, Südafrika oder in Australien. Auch dank Thomas Hildebrandt kann das Aussterben der grauen Riesen verhindert werden.
diese Herangehensweise hat sich als sehr sinnvoll erachtet, auch für andere Tierarten einzusetzen. Es gibt eben sehr viele bedrohte Tierarten auf unserem Planeten und unser Team ist da auf diesem Gebiet eigentlich führend in der Welt. So retten Thomas und sein Team auch Gorillas, Nashörner oder Pandas. Er ist eben ein Arzt für alle Fälle. Wie viele Elefantenbabys waren es bis heute? Ja, über 40. Ne? Ich habe eben schon von euch auch natürlich zu Recht die Frage gehört, wie kommt man denn an das entsprechende Ausgangsmaterial. Ausgangsmaterial um die Elefantenkuh. Ja, also wir gewinnen das Sperma in der Wildbahn, in Afrika und in Asien, mit Hubschrauber und Narkose, aber auch in zoologischen Einrichtungen. Und konservieren das dann in flüssigem Stickstoff und dann ist es bis zu 3000 Jahre haltbar. Ja. Sie haben gesagt, dass das sehr kompliziert ist, das ist ein spezielles Verfahren. Das wollen Sie wahrscheinlich nicht sagen, was etwas Besonderes ist. Aber was ist, ist das eher mehr so die Biochemie des Elefanten oder müssen Sie einen bestimmten Punkt treffen oder ist es der Moment? Oder? Nee, dieses Besamungsverfahren ist ein deutsches Patent, was ich vor gut 20 Jahren entwickelt habe. Und es ist relativ aufwendig, weil wir Ultraschall, Endoskopie, also wir wir verwenden bildgebende Verfahren, um durch den Darm in, uns die Eierstöcke zum Beispiel anzuschauen, um den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen. Weil der Zyklus eines Elefanten ist 4 Monate lang und man kann nur an einem Tag erfolgreich künstlich besamen. Aber um Liebe geht's nie, ne? In den Fällen nicht. Also, wenn ein Elefantenbulle deckt, geht es auch nicht um Liebe, es sind nur 40 Sekunden ungefähr. Also da, das spielt also bei dieser Tierart wenig. Da ist der Elefantenbulle auch nur ein Mann. Einmal 40 Herzlichen Sekunden. Dank, Professor Dr. Thomas Hildebrand. Alles Gute für die Zukunft und für die nächsten Befruchtungen und natürlich auch Geburten. Dankeschön und viel Spaß mit den 800 Euro. Herzlich willkommen, hier ist Mr. X aus Kalletal. Herzlich willkommen. Mr. X. Name, da bin ich ja ganz stark bei Namen. Oh. Ganz stark. Worum könnte es gehen, wenn wir den Namen von Mr. X nicht verraten? Hast du schon mal gesehen? Guck mal, die haben heute nur. Das ist jetzt auch kein Erfinder. So. Ja? Na gut. Ja, der Tipp an euch lautet, er ist wieder da. Stefanie, leg los. Ist es jemand, der, dessen Name man vergessen hat? Über lange Zeit? Nein. Das heißt, Sie sind auferstanden? Nein. Er ist wieder da. Ist er, sind Sie mit er gemeint? Ja. Waren Sie weg? Schon mal. Er nicht. Haben Sie Ihren Namen geändert? Nein. Ist es ein berühmter Name? Ja. Im Bereich Literatur? Auch. In der Politik? Nur, wir bleiben... Kann sein. Kann sein. Haben Sie was mit dem Buch zu tun? Er ist wieder da? Nein. Nein. Da müssen wir Nein sagen. Die ersten 200... Ja, hier müssen wir so ein bisschen gucken, wo wir Ja und Nein sagen, damit wir Sie jetzt nicht irgendwo ins Niemandsland schicken. Ja, aber die ersten Fragen sind beantwortet. Jörg ist dran. Bitte schön. Okay, ist es ein Sportler? Nein. Ein Schauspieler? Nein. Okay. Lebt er noch? Der Name lebt noch, Der Name lebt. Die Person, von dem Sie den Namen haben. Die lebt auch noch, ja, aber die, um die geht's nicht. Was? Okay, der Kai ist aber heute hilfsbereit. Also ist es eine Erfindung? Nein. Aha. Ist es ein Mann? Ja. Okay. Ich bin sehr weit gekommen, Hubertus. Aber ich muss sagen, erstmal 400 Euro. Aber ich muss sagen, Jörg, die Idee war gut, weil wenn er seinen Namen von einer Frau hätte, hätte das vielleicht das Gelächter vorhin erklären können. So.
Lieber Bernhard. Herr, Sie tragen den Namen einer historischen Persönlichkeit. Ja. Ja, Altertum? Sehr alt. Ja, sehr alt, also Altertum. Staatsführer? Ja. War der unter anderem auch in Germanien unterwegs und in Gallien? Ja. Heißen Sie Julius Cäsar? Bernhard, das ist richtig! Nicht nur das, lieber Bernhard. Gaius Julius Caesar. Ja, Gaius. Ja, ja, ja. Gaius Julius Caesar. Und nicht nur das, er ist auch Mitglied des Bundestages. Ah, natürlich. Ja. Aber ganz weit hinten. Ja. Also, Und seit Generationen wird der Name gepflegt und natürlich auch immer wieder weitergegeben. Also wie viele Generationen gibt es wissentlich zurück und wie viele gibt es nach Ihnen jetzt schon, die genauso heißen? Also mein Vater ist 90 Jahre alt. Und heißt Gaius Julius mit Vornamen. Und mein Sohn, Pilot, ist 43 Jahre alt, hat den Namen. Und mein Enkel, 8 Jahre alt, ebenfalls. Ja. In jeder Generation einmal. Ja, ganz kurze Frage, wenn der... Wenn Ihr Sohn als Pilot sagt, willkommen an Bord, hier spricht Gaius Julius Caesar. Dann sage ich dir eins, dann sind die Leute immer enttäuscht, wenn sie die Uniform sehen. Weil sie sagen, na Mensch, und denn schon. Aber eine Szene möchte ich Ihnen zu Hause und auch euch nicht vorenthalten. Denn auch wenn du eben so ein bisschen despektierlich gesagt hast, er sitzt nicht ganz vorne im Bundestag, ja, aber keiner hat mehr Applaus bekommen, und zwar aus allen Fraktionen bei der Vorstellung, als er, meine Damen und Herren. Als Nachfolger für Herrn Dr. Göhner begrüße ich herzlich den Kollegen Gaius Julius Caesar. Der den meisten noch in allerbester Erinnerung er ist und nicht nur sozusagen durch die Durchschlagskraft seines Namens dem Parlament in den geschilderten Bemühungen sicher behilflich sein wird. Ja, also das war schon ein besonderer Moment. Und als Sie wahrscheinlich das allererste Mal Ihre Frau getroffen haben, wird sie wahrscheinlich gesagt haben, ich bin Kleopatra. Ja, also meine Tochter würde gerne den Namen führen und hat schon gesagt, also Ihre Tochter müsste Kleopatra heißen. Mhm. Super. Ja, also wir drücken Ihnen die Daumen. Ich glaube, Sie haben da noch viele, viele Möglichkeiten im Bundestag. Ich glaube, ein Job, der wird für Sie nie zustande kommen, Verteidigungsminister. Das wird mit dem Namen nichts. Ja. Herzlichen Dank. Viel Spaß mit den 400 Euro. Gaius Julius Caesar. Herzlich willkommen. Hier ist Matthias aus Husum. Da darf ich Moin Moin sagen. Ja. Matthias, Möwen gibt es in Husum auch, ne? Ja. Ja, machen die so ähnlich, so? Knapp. Knapp daneben. Okay, ich arbeite dran. Das ist die Geschichte von Matthias, die Sie gerade eingeblendet sehen. Ganz genau, das ist voller Inspektor. Aber Heiterkeit. Ja, Matthias ist ja auch ein heiterer Typ. Das war jetzt gar keine Reaktion. Ja. Doch, ja. Hier war viel. Ja. So, lieber Bernhard, du beginnst. Auch heute hat jeder von euch wieder 45 Sekunden Zeit. Am Ende dürft ihr euch noch beraten. Im Optimalfall für Matthias gewinnt er 1.000 Euro. Und wir beginnen. Und hier ist der Ratehinweis für unsere 4. Wenn Mutti wüsste, wie viele Matthias schon flachgelegt hat. Ja, da haben wir ein paar Nächte dran gesessen. Hier sind die ersten Fragen von Bernhard. Hat das etwas mit deinem Beruf zu tun? Ja. Bist du im Handwerk tätig? Nein. Bist du behördlich unterwegs? Nein. Flachlegen, im Sinne von danach werden Dinge wirklich flachgelegt, wie Bäume zum Beispiel? Nein. Wird eingeatmet. Ja, genau. Ganz heiß. Also Dinge, die vorher gerade waren, sind nachher schief? Ja. Okay. Bist du dafür verantwortlich? Ja. Bestimmst du, dass das passieren soll? Nein. Verhinderst du, dass es nicht passiert? Das habe ich selber nicht verstanden. Wir nehmen eine neue. es geht um Naturprodukte. Nein.
Nein! Können Sie überdrücken, okay. Die ersten 200. Komm, Hubertus, das ist doch dein Thema. Mein lieber Freund. Bitte schön. Ich bin auch mal jung gewesen. Ja? Also. Die Uhr tickt, Hubertus. Heißt Mutti die Bundeskanzlerin? Nein. Schade eigentlich. Doch. Wieso doch? In dem Falle ist es schon so gemeint. Ne? Das also, müssen wir als Ja beantworten. Ja, okay. Ja. Mhm. Wie schön, dass ihr euch einig seid. Heißt, wenn die Obrigkeit wüsste, kann man das so verstehen? Wenn die Mutti, ne, du hast schon recht gehabt. Okay. Also. Ist es ein Ingenieurberuf? Nein. Gibt es das vor allen Dingen in Norddeutschland? Nein. Ihr Beruf wird überall ausgeübt? Ja. Ist es ein Ausbildungsberuf? Nein. Schämen Sie sich für diesen Beruf? Nein. Hat er eine erotische Dimension, wenigstens nach Feierabend? Ja. Ja. Er hat eine erotische Dimension, wenigstens nach Feierabend. Hat das jetzt was mit der Frage zu tun? Es hat was mit Feierabend, Erotik und unserer Kanzlerin zu tun. Soweit sind wir schon mal. So, bitte, Stefanie. Okay. Ja. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Okay, warte mal. Hat es was mit Massagen zu tun? Nein. Legen Sie die Bundeskanzlerin flach? Nein. Nein. Hat es was mit Ihren Haaren zu tun? Nein. Hat es was mit Ihrer Kleidung zu tun? Ja. Bügeln Sie Ihre Sakkos? Nein. Schneidern Sie Ihre Sakkos? Nein. Ihr Kostüm? Nee, Kai, jetzt guckst du, als wäre ich komplett falsch. Mhm. Bist du auch. Oh, shit. Ja. Es hat nichts mit Klamotten zu tun? Nein. Ach, verdammt. So. Aber es hat, ist es etwas, was die Kanzlerin bei sich hat? Nein. Machen Sie etwas mit der Kanzlerin? Nein. Es hat doch nur ganz sekundär mit der Kanzlerin so, zu tun. So, sekundär. Also kann ich das auch? Können Sie das bei mir auch machen? Ja. Muss ich dafür mich hinlegen? Ja, auch. Hey. Gehen Sie an meine Füße? Oh, ich glaube, 600. Ich glaube, Stefanie, da würde dem Matthias schon was einfallen. Ja. Oder? Da lacht der Kai. So, Jörg. Also, gehen wir jetzt mal davon aus, dass du natürlich lieber Stefanie flachlegen würdest als mich. Aber würdest du mich auch flachlegen? Ja. Würde ich das auch wollen, dass du mich flachlegst? Nein, glaub nicht. Hm? Ist es also was Unangenehmes? Ja. Ah, okay. Wo ist jetzt Erotik im Spiel? Hat das was mit Schmerzen zu tun? Ja. Nimmst du mir die Schmerzen? Nein. Du führst sie mir zu? Ja. Du bist der erste SM-Betreiber in Husum? Nein. Denk an die Merkel. Frau Merkel. Das spielt auch noch eine Rolle. Lach wegen. Okay, aber das ist ein Beruf, den man nicht lernen kann, aber den man studieren kann? Nein. Also könnte ich den auch machen? Sie sind ja. Ich könnte es auch mit der Kanzlerin machen? Ja. Ja. Willst du das mit der Kanzlerin machen, ist die Frage. Security ist meine erste. Ihre Praktika oder... Aber das ist der... Das tut weh. Er ist Streckbankbetreiber. Und was hat das mit Mutti zu tun? Ja, weil er natürlich alles, das Geld nicht versteuert. Und wenn Mutti das wüsste, das tut ihr weh, weil obwohl die Steuereinnahmen sprudeln, braucht sie jeden okay, Cent. Okay, darauf legen wir uns fest. Ich glaube, die Chance auf 1000 Euro ist nicht so schlecht. Gut, ne? So, lieber Bernhard, hast du irgendeine Idee? Sie sind Physiotherapeut und begleiten die Bundesregierung auf Auslandsreisen, um bei Verspannungen durch Biegen, Beugen und teilweise Brechen, was Schmerz erzeugt, aber zu schnelleren Lösungen führt. Nein. War ich nah dran? In Teil. Nein. So, Hubertus, dein also letzter Tipp. Ich hab so gedacht, ja, so Husum und Norddeutsch und Moor, vielleicht legen Sie die Patienten im Moor flach. Und die heilende Kraft des Moores inspiriert die Kanzlerin noch genialer, das Land zu führen, als sie es ohnehin schon tut. Nein. Nein. Stefanie? Vielleicht versetzen Sie die Kanzlerin einfach ab und zu mal in eine ganz dolle Narkose. Mit Moor? Nein. Mit Moor? Ja, mit Moor. Jörg? Wir wissen ja, dass unsere geschätzte Bundeskanzlerin am Tage, als die Mauer gefallen ist, in der Sauna saß. Das ist ja schon des Öfteren. Sie sind in Husum der erste Saunabetreiber, der ausschließlich Saunen für Frauen macht, dabei aber den Ofen so heiß macht, dass es einer jeden wehtut, die sie dort flach legen. Nein.
Du verlässt die Sauna eine Konfektionsgröße kleiner. Kleiner. Lieber Jörg, auch das war falsch. Und lieber Matthias, das heißt Glückwunsch zu 1.000 Euro. Liebe Freunde, ich würde jetzt gerne sagen, die Lösung ist so einfach, ist sie aber nicht. Aber sie ist unglaublich und genial zugleich. Matthias sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag. Der Wrestler. Nein! Und er ist der erste und einzige Wrestler im Deutschen Bundestag. Ja! Ja! Der erste Wrestler. Ja, so wie Mickey Rourke. Mickey Rourke hat doch ja, mal. Deswegen flachlegen und flachlegen werden Sie sich jetzt auch, meine Damen und Herren, wenn Sie diese Bilder sehen. Das hier ist Matthias Ilgen, engagierter Vollblutpolitiker aus Husum, seit 2013 für die SPD im Bundestag. Er zeigt klare Kante und norddeutsches Herz. Schnell, hetzig, totloppen. Ich bleibe dabei, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit und deswegen werden wir Ihren Antrag heute ablehnen. Doch in seiner Freizeit kann der lässige Husumer auch ganz anders. Da wird er von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde. Was mich interessiert, ist die Ritterschaft des Rings und die Vorherrschaft über NFC. Und Nordic Championship Wrestling. Denn Matthias Ilgen ist Hobby-Wrestler. Er liebt das Böse. Sein Name hier? Freiherr von Ilge. Das ist einfach eine Befreiung. Man kann in dem Moment mal so richtig die Sau rauslassen. Den Fiesling auch wirklich darstellen. Emotionen rauslassen, sich auspowern. Tja, und seien wir doch mal ganz ehrlich. So groß ist der Unterschied zwischen Wrestling und Politik doch gar nicht, oder? Helmut Schmidt hat da so ein Zitat geprägt, der hat mal gesagt, Politiker sind Staatsschauspieler. Und das gilt natürlich auch so ein bisschen für das Wrestling-Geschäft. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, Politik sieht er wie eine Art Kampfsport. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn man auch echten Kampfsport macht. Stimmt. Wer will schon einem Helmut Schmidt widersprechen? Im Übrigen ist der Trainer des Freiherren vom Potenzial überzeugt. Er macht halt vieles mit seiner Intelligenz wett, ne? Und das macht natürlich sehr, sehr viel aus im Kampfsport. Intelligent, böse und aus Husum. Matthias Ilgen, Deutschlands einziger Wrestler im Bundestag. Der Freiherr ist zurückgekehrt. Yeah! Und ich kenne die Geschichte. Sehr, ja, wir waren nicht bei Sport oder wir waren zu sehr bei Mutti. Naja, aber der Mutti müsste als... Naja, aber das war, wir waren Matthias, wie kommt man denn zum Wrestling? Immer schon Fan gewesen und durch Zufall meine U-Bahn Plakat gesehen, von einer europäischen Veranstaltung, den Trainer angesprochen und gesagt, ich will das machen. Aha. Was sagen die Kollegen im Bundestag so? Wissen die das überhaupt? Ja, es hat auch fast alle Medien geschafft, alle deutschen Fernsehsender und Zeitungen, glaube ich. Nur zu und die finden das ziemlich klasse eigentlich. Aha. Gibt es denn irgendjemand aus dem Bundestag, es kann ja befreundeter Kollege sein oder eben auch jemand von den Kontrahenten, mit dem du gerne mal in den Ring steigen würdest? Ja, ich habe immer gesagt, der Dobrindt. Ja, ja, bitte. Mach ihn fertig. Den mal flachlegen. Also, es ist, du hast von der Geschichte irgendwann mal gehört, ja, aber ich hab's gelesen, kein natürlich. Gesicht. Ich, hab's ja, nicht ich bin Gesicht. Aber nicht drauf es ist wirklich Schiete, ärgert mich. Tut mir leid. Ja, also knapp an einem Halleluja vorbei, aber Matthias Freutz, 1.000 Euro, herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute weiterhin. Matthias Ilgen aus Husum, Freiherr von Ilgen. Ganz genau hinhören und hinschauen solltet ihr auch bei unserem nächsten Gast. Ich freue mich auf Camilla Kettström aus Heddesheim. Hallo Camilla. Fürchtest du irgendeinen ganz besonders? Nö, die sehen alle sympathisch aus. Jo. Fernsehen ist Illusion. Hier ist die Geschichte. Oh. Ja, das war... Der Hinweis lautet, Camilla macht's mit einer Hand. Ja, das ist natürlich.
Hubertus, ich sag mal, mögen die Spiele beginnen? Ganz ruhig. Camilla. Ja. Mit mir können Sie reden. Ist es ein Beruf, dem Sie nachgehen? Nein. Ist es ein Hobby? Eine Leidenschaft, ja. Camilla? Beides. Leid. Benutzen Sie ein Gerät? Nein. Benutzen Sie nur Ihre Hand? Ja. Berühren Sie mit der Hand einen anderen Menschen? Ja. Freut er sich dann? Ist es ein Heilberuf? Nein. Kommen Sie zu mir? Oder komme ich? Also kommen Sie zu mir? Na. Also sie könnte. Also die Frage, kommen Sie zu mir, zielt darauf ab, ob Sie Hausbesuche machen. Nein. War ja nur eine Frage. Ja, fragen darf man alles, absolut. Nein, musst du fragen, Stefanie. Berühren Sie die Menschen eher grob? Ja, müssen wir ja sagen. Ja, okay, ja. Die Menschen bezahlen Sie dafür? Nein. Passiert Ihnen das Anfassen der Menschen einfach so? Nicht einfach so. Nee, nicht einfach so. Okay, kein Zwang. Zwang. Wenn Sie die Menschen anfassen, passiert bei den Menschen was. Ja. Die Menschen reagieren... Verstört. Mit Schmerzen? Ja. Sind Sie elektrisch geladen? Nein. Bestehen Sie aus Feuer? Ja, das war gar keine schlechte Idee. Also... Man sieht ja, wir sind schon bei 400 Euro. Man sieht ja auch, was unser Rateteam uns alles zutraut. Ne? Ja. Sind Sie elektrisch geladen? Ne? Camilla Ketzström, die einzige Frau in Deutschland. Ja? Warum nicht? Jörg, deine Zeit. Liebe Camilla, ich freue mich unglaublich darauf, Sie jetzt etwas näher kennenlernen zu dürfen und frage Sie deshalb, ist das ein besonderes Talent, was Sie auszeichnet? Nein. Nee. Könnte ich das auch? Ja. Will ich das auch? Machen Sie es lieber mit Männern? Nein. Ist es egal, ob Mann oder Frau? Nein. Grundsätzlich ja, aber in dem speziellen Falle nein. Das heißt, Sie machen es lieber mit Frauen? Ja. Jetzt bin ich raus. Entfernen Sie diesen Menschen etwas? Nein. Jetzt weiß ich, woran du gedacht hast. Wechseln. Du dachtest an Enthaarung, Jörg? Den kannst du reinmachen jetzt. Das ist ganz einfach. Jetzt. Jörg, du dachtest an Enthaarung? Ich dachte irgend sowas mit Enthaarung. Bei Schmerzen und sowas. So, Bernhard. Camilla, die Menschen kommen zu Ihnen. Nein. Nein. Sie gehen aber auch nicht zu den Menschen. Nein. Man trifft sich. Man trifft sich zufällig. Nein. Sie gehen mit Absicht wohin, wo jemand anders mit Absicht ist. Also außerhalb einer... Damit weiß ich's. Dann berühren Sie die Menschen. Ja. Die haben Schmerz. Ja. Und erfreuen sich daran. Nein. Sie erfreut sich daran. Ja. Das ist eine Leidenschaft. Rennen Sie danach schnell weg. Nein. Sie sind professionelle Erschreckerin in Supermärkten. Hast du eine Idee? Bernhard, du hast im Grunde völlig recht. Ja, sie ist die Frau, die im Supermarkt in der Tiefkühltruhe liegt und wenn die aufgemacht wird, kommt ihre Hand raus. Ja, genau. Daran dachtest du, glaube ich, gerade. Genau, solche. So, Hubertus, ein letzter. Vielleicht, also ich, These. Sie sind dem alten Volksgut verpflichtet. Sie treffen unter einer mythischen Linde oder auch Buche auf einem Marktplatz eine andere Frau. Und dann berühren Sie die andere Frau mit einer Hand. Und dann sind Sie quasi ein Medium. Und dann erzählt die andere Frau, lustbetont, Ihnen die Sorgen und Nöte. Und dann hat die Schmerzen und dann gehen Sie in getrennte Richtung wieder auseinander. Und Sie sagen, puh, jetzt weiß ich... So. Und Halleluja! Ja.
Aber ganz knapp daneben. Ne? Also es war ist ganz heiß. Ganz heiß. Stefanie. Dass sie dafür nicht bezahlt wird, macht mich ein bisschen stutzig. Sie verabredet sich mit den Menschen und tut ihnen weh. Vielleicht sind die anderen Menschen mit jemand anders unterwegs und sie sorgt dafür, dass es der anderen Person wehtut, weil sie sich dann als die Geliebte ausgibt, damit die sich endlich mal trennen, weil er es nie hinkriegt. Trennungsexpertin. Nein. Jörg. Also, Schmerz, speziell mit Frauen, man geht irgendwo hin. Sie sind, und davon bin ich so fest überzeugt, wenn sie es noch nicht sind, sind sie es ab morgen. Irgendeine Meisterin in Arm drücken oder Finger hakeln. Das ist richtig! Das musste ich jetzt als richtig geben, aber eins muss ich klar und richtig stellen. Das ist nicht irgendeine Meisterin. Camilla Kettström ist die sechsfache Weltmeisterin im Armdrücken. Wow! So, und während wir jetzt unter den drei Herren hier im Rateteam auslosen, wer gleich gegen Camilla antritt, zeigen wir Ihnen, meine Damen und Herren, schon mal, was gleich auf diesen entsprechenden zukommt. Ich will nicht. Wenn sich Camilla Kettström für ihren Auftritt fertig macht, muss alles sitzen. Dann kann es ja losgehen. Als Kind war ich sehr tierlieb und könnte mich damals nicht vorstellen, dass ich in einen Kampfsport dann teilnehmen würde. Auf den ersten Blick sieht die Verkäuferin aus Heddesheim handsam aus. Aber die gebürtige Schwedin ist sechsfache Weltmeisterin im Armdrücken. Kaum zu glauben, wie leicht sie eine Kontrahentin nach der anderen umlegt. Schon als kleines Mädchen zeigt Camilla auch den Jungs, wo es lang geht. Heute tritt sie in ihrer Paradedisziplin gegen richtig starke Männer an. Kann sie auch gegen sie bestehen? Volle Konzentration bei der 44-Jährigen. Camilla ist hier bekannt wie ein bunter Hund. Jeder hat Respekt. Probier du mal. Gegen Camilla anzutreten. Ich kenne keinen, der sie jemals besiegt hätte von den Männern. Und ich auch nicht. Camilla Kettström, die mit den stärksten Armen der Welt. So, ich sehe Camilla, die Wahl ist auf Hubertus gefallen. Der hat die Ärmel schon hochgekrempelt. Wie kommt man als Frau dazu, Armdrücken zu machen und das dann auch noch professionell als Sport? Ich wollte eigentlich nur in einem Fitnessstudio anfangen zu trainieren. Und da haben die angefangen mit Armwrestling. Und den großen Hand, den langen Arm und immer im Stall gearbeitet, hatte ich halt Talent. Und da haben die mich überredet und dann bin ich mit auf ein kleines Turnier. Diese Newcomer-Klasse heißt es so schön, habe ich gewonnen. Und dann ging das weiter. Und da hatte Oma ein bisschen gesponsert und bin ich auf meine erste WM geflogen. Und wo war die? In Israel. Unglaublich. Sind die Arme jetzt sehr unterschiedlich von der Muskulatur? Nein, ich trainiere beide, weil ich bin mit beide Weltmeister. Der stimmt wirklich, dass man in links und rechts... Ja. Ja. Kann sie gleichzeitig euch machen? Gleichzeitig? Camilla, da du es nur mit Frauen machst, bitteschön. komm einmal ganz kurz. Nur das nochmal. Nee, du ich möchte... Hubertus, da die ja. Nein, Stefanie, du zartes Wesen. Versuch nur mal dagegen zu drücken, dass du mal merkst, welche Kräfte da wirken. Hallo. Merken Sie, wie Sie langsam. Haben Sie angefangen? Merken Sie, wie Ihr Selbstvertrauen. Hubertus, drückst du schon? Hallo. Darf ich mal ganz kurz sagen? Da steht mein Testament. Oh! Das ist ja mörderisch. Und ich glaube, das könnte noch Stunden so weitergehen. Nein. Also, es ist wahnsinnig beeindruckend und es ist toll, dich hier zu haben. 800 Euro sind es geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, liegt das im Rahmen des Preisgeldes beim Armwrestling? Keine Preisgelder. Dann freuen wir uns noch mehr. Also, Camilla Kettström aus Heddesheim.
Hier ist Michael aus Österreich. Grüß dich. Ja, was? Ja. Michael aus Österreich. Michael, hier, worum geht's? Ich glaube, Möwentröten werden auch in Österreich demnächst ein wirklicher Verkaufsschlager nach dieser Sendung. Es haben mehr Frauen als Männer gelacht. Habt ihr das gesehen? Ja, es bedrückt mich. So, Bernhard, ich könnte mir vorstellen, dass du drankommst. Gut. Du beginnst. Ein Ratehinweis. Am Ende hat der Michael echt keinen Bock mehr. Bernhard, auf los geht's los. Hat es mit einem Ereignis zu tun? Ja. Hat es was mit Natur zu tun? Nein. Mit Tieren? Ja. Mit Schafen oder Ziegen? Ja. Hast du Ziegen gezählt? Ziegen was? Ziegen gezählt. Zählt? Nö. Zählen. Eins, nein. Zwei, drei, das wäre zählen. Am Ende. Sind dir die Tiere weggerannt? Nein. Aber es geht um Schafe? Ja. Du hast eine Schafherde? Nein. Du hättest gerne eine Schafherde? Nein. Du hattest ein Problem mit deiner Schafherde? Ja. Dein Hof ist von einer Schafherde überrannt worden? Nein. Dein Auto ist von einer Schafherde weggespült nein. worden? Nein! Die ersten 200. Und ja. Hubertus widmet sich deiner Geschichte, Michael. Im Zuge des Managements der Schafherde gingen irgendwie die Böcke verlustig. Die Böcke waren irgendwann weg. Nein. Die Böcke waren da. Ja. Das waren sie da, hat das was sie mit weg, Schaf ja. und Bock zu tun? Hast du eine bestimmte Aufgabe, Schaf und Bock einander zuzuführen, auf das sie sich mehren? Nein. Hat es irgendeine frivole Hintergrund? Nein. Etwas Klebriges, etwas, was für den späten Abend das Volk unterhält. Schrei mich nicht an. Also, ist es in Ausübung ihres Berufes? Ist es passiert, ja. Ist es passiert? Ja. Ist es ein Lehrberuf? Nein. Nein. Üben diesen Beruf in Österreich viele Menschen aus? Jo. Ja. War es eine Meldung in der Zeitung wert? Jo. Ja. Ich weiß es, ich weiß es. Schafe in einem Jahr. So. Bevor der Bernhard wieder zum Zuge kommt, sind noch Stefanie und Jörg mit ihren Fragen an der Reihe. So, Stefanie. Hat es was damit zu tun, dass Sie die Schafe geschoren haben? Nein. Mit der Wolle hat es nichts zu tun? Nein. War es eine unglaublich hohe Anzahl an Schafe? Boah. Ja. War es einmalig? Ja. Aus Versehen? Ja. Und die Schafe gehörten ihnen aber nicht? Nein. Die Schafe kamen ihnen in die Quere? Ja. Ja. Sie konnten dadurch nicht mehr weiterfahren? Nein. Waren Sie überhaupt in einem Auto? Nein. Okay. Aber die Schafe, haben die etwas kaputt gemacht? Ja. Haben sie etwas zertrampelt? Weggefressen, was Wichtiges, Teures? Nein. Okay. Frage 1 ja, Frage 2 nein. Wir sind bei 600. Okay. So, Jörg. Ja, ich versuch's mal. Michael. Ja? Bitte. Sie waren bei der Arbeit? Nein. Ja, eigentlich schon, oder? Haben Sie Arbeit? Doch. Ja. Sie waren bei der Arbeit und sind dort von den Schafen besucht worden? Und ja. Okay, jetzt muss ich nur wissen, was Sie arbeiten. Sind Sie Einzelhändler? Ja. Die Schafe kamen unangemeldet in Ihr Geschäft und haben das Geschäft verwüstet? Ja. Kann man so sagen. Und es war ein... Was? Und es war ein... Jetzt kann ich's auch. Ein... Versehen. Nein, was für ein Geschäft war es? Ein Sportgeschäft. Es war ein Sportgeschäft, das ist richtig. Michael
S. aus St. Anton am Arlberg wurde ganz ohne eigenes Verschulden zum Internet-Hit. Denn in der Tat hat ihn eine Schafherde im Sportgeschäft besucht. Und das wurde von jemandem mitgefilmt. Und sowas verbreitet sich natürlich in Windeseile. Und es ist immer wieder schön, sich diese Bilder anzuschauen. St. Anton in Tirol. Der 15. September 2012 ist ein wirklich tierischer Tag im Leben von Michael S. Es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten Sommerschlussverkauf, aber mit so einem Andrang hätte ich nie im Leben gerechnet. Doch statt der üblichen Zweibeiner stürmen wollige Vierbeiner das Sportgeschäft von Michael im Stadtzentrum. Schäfchen zählen einmal anders. Es war der Tag des Almabtriebs und beim Almabtrieb werden die Schafe durch die Fußgängerzone geführt und dann sind sie falsch abgebogen zu mir ins Geschäft. Denn der Leitbock ist durch sein Spiegelbild in der Schiebetür verwirrt und rennt hinein. Seine Herde hinterher. Oh Scheiße, guck dir das an. Ja, bist du narrisch. Nach 5 Minuten ist der Spuk schon wieder vorbei. Wahrscheinlich haben es dann einer den einen oder anderen Wollpullover gesehen und dann haben sie Angst bekommen und haben sich ziemlich schnell verschüsst. Offensichtlich eine Truppe mit bleibendem Eindruck, aber ohne Manieren. Die Schafe haben nicht nur einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern haben sie tatsächlich was hinterlassen. Also die Ausscheidungen, die im Geschäft geblieben sind, die sind uns auf jeden Fall noch lange in Erinnerung geblieben. Der tierische Ladenbesuch bei Michael S. Ja, passt. Kaum zu glauben. Warst du selber gerade im Laden, als das passiert ist? Nein, eben nicht. Ja. Darum war die Antwort mit Nein. Ja. Ich war zu Hause und habe eigentlich erst über Freunde dann erfahren, was passiert ist. Aber sag mal, wenn man zu Hause ans Telefon geht und der sagt einer, ey, du, dein Laden, da sieht es ein bisschen wild aus und riecht auch ein bisschen komisch. Das war kaum zu glauben, ja. Denkt man doch erstmal einen Telefonstreich, oder? So ungefähr. Ja. War der Schäfer, ist der versichert für so Sachen? Kleine. Oder ist das ein Fall, wo die Versicherung sagt, das passiert eh nicht? Es ist in Summe so wenig passiert, dass wir dann nach kurzem relativ drüber gelacht haben und ehrlich gesagt der Werbeeffekt ist locker. Sie haben ja den Teppich wahrscheinlich nicht gekriegt, also, der Beteiligungen. Wenn das Geschäft mal nicht mehr so gut läuft, einfach Schafe. Wieder eine Herde Schafe durch. Michael, herzliche Grüße nach St. Anton. Danke. Ja, und gutes Geschäft für das, was kommt. Danke für den Besuch und viel Spaß mit den 600 Euro. Michael S., meine Damen und Herren, bleibt bei uns. Ihr Lieben, freut euch auf unseren nächsten Gast. Ja, sie hat Platz genommen, kommt aus Berlin. Hallo, Anne-Rose. Anne-Rose. Anne-Rose, nicht Anneliese. Anne-Rose. Ne? Liebe Anne-Rose, ich hoffe, du sagst sehr oft ja. Ja. Ja, Anne-Rose sagt erstmal gar nichts, weil erstmal müssen wir Anne-Roses Geschichte Ihnen zu Hause und auch euch im Studio erzählen, euch natürlich nicht. Virtuos. Ja. Oh Mann, das muss aber mal. Was? Das war wirklich, das ist wirklich mit, das war nicht nur Lachen, das war mit Händen. So, liebe Anne-Rose, liebes Publikum, jetzt heißt es ganz tapfer sein. Jörg beginnt, hier kommt der Ratehinweis. Na? Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist gut, gell? Ja. Das ist gut, ja. Das ist gut, gell? So, Jörg, du kannst dann. Wir freuen uns. Also, wissen Sie, meine Damen und Herren, Sie sind so verräterisch. Ganz ehrlich. Das muss, hat es was mit Sex zu tun? Ja. Nein! Da sind Sie jetzt bei unserem Spezialisten auf diesem. Keine hat Zeit was, hat es was mit Sex in Ihrem Garten zu tun? Nein.
Na, da bin ich beruhigt. Erstmal. Gut, Sex. So lange her, nicht? Ja. Weiter noch 20 Jahre. Ja, einen Garten hatte. Hat es was mit Film zu tun? Jein, ja, also. Wird bei Ihnen im Garten gedreht? Nein. 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 Ich möchte mir gar nicht wissen, Sie sind sehr sympathisch, Anne-Rose, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Rest Ihres Lebens. Und ich möchte jetzt nichts mehr zu dem Thema sagen müssen. Sex, Garten, jetzt seid ihr dran. So, die ersten 200 Euro. Herr Bernhard freut sich. Sex und Garten, also bitte. Bernhard, wenn du sagst, du traust dich, starte ich die Bernhard Uhr. Bernhard wirkt verzweifelt. Okay. Ich trau mich. Ja. Sammeln Sie etwas? Nein. Du bist dran. aber es geht Dinge, Sie räumen Dinge in den Garten. Nein. Wie kommst du da drauf? Nein. Hart. Ist mit hart ein Genital gemeint? Ein Ständer? Nein. Aber ein Gegenstand. Es geht um harte Gegenstände. Aus. Boah. Mal so, mal so. Ja. Das ist nicht eindeutig zu beantworten. Machen Sie Fotos? Nein. Und wie, auch keine Videos? Nein. Ich bin ja die Letzte hier. 400 Euro. Also wir fangen mal. Ich muss das Feld mal. Es ist total interessant. Sag nicht von hinten auf. Es ist total. Es ist total interessant, wie chinant ihr bei dem Pass Thema auf. Seid. Nur nichts Falsches sagen. Es geht nicht um jetzt wirst komm. Du mich anders erleben. Aber Robert, bitte, ich wollte gesagt, enttäusche mich Antworten nicht. Geben. Also, ist es ein Beruf? Bitte? Ist es ein Beruf? Ja. Üben Sie ihn zu Hause aus? Sagen Sie ja oder nein? Ja. Ich komme zu Ihnen? Ja. Geht's mir danach besser? Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ja doch. Hat das im weitesten Sinne was mit Rollenspielen zu tun? Nein. Ist es ein Lehrberuf? Nein. Haben Sie, hat Ihre Begabung Sie zu dem gemacht, was Sie sind? Das könnte sein. Nein. Nein. Ist es den Nachbarn unangenehm, dass Sie ausüben? Nein. Ah, wie schön. Ob es immer was mit Menschen zu tun hat. Ich hab's mal vorangetrieben. Ja, total. Also, total. Ja. Meine Gartenzwerge waren falsch. So, wir sind bei 600 Euro. Stefanie? Okay. So. Du hast auch lange nicht mehr so entspannt gelächelt. Yeah. Ich find's wunderbar. Stefanie, keine Sorge, es guckt keiner zu, der dich kennt. Ja? Frag einfach, wonach dir der Sinn steht. Also okay, um das abzuhaken, ne? Nur die Harten kommen in den Garten, es hat nichts mit Gemüse zu tun. Nein. Okay, kommen die Männer aus wegen psychischen Problemen zu Ihnen? Boah. Ja, also die Männer kommen, die Männer haben ein Problem, wenn sie zu Ihnen kommen. Boah. Weiß man auch nicht genau. Nee. Die kommen einfach so zu Ihnen. Ja. Und wenn sie dann in den Garten. Die kommen zu ihren Garten, ja, genau. Kommen auch Frauen? Ja. Oh! Sind das Ihre Mitarbeiterinnen? Bitte? Sind das Ihre Mitarbeiterinnen? Nein. Hm? Frauen kommen zu Ihnen mit ihren Männern? Auch. Hat das was mit Tantra zu tun? Nein. Nein. Oh, guck mal, jetzt sind wir ein Stück weiter nochmal, ne? So. Das ist doch ein Thema, weil sonst können Sie quasi Gartenkurse für Männer geben. Und die Nachbarn sind. Also das so. Ist Frauen, Männer, es kommen alle. Sie kommen ja, als Paare, sie kommen vielleicht. Aber die Nachbarn freuen, tun, die Nachbarn freuen sich, dass sie da sind. Das hat was mit Sex zu tun. Das ist das, was mich irritiert. Ja. Es hat was mit Sex. Das kommt aber zwischen Mann und Frau gelegentlich vor. Aber das soll Freude machen? Ja, heißt es. Also ich glaube. Ich fange mal an. Jörg fängt ja an. Ja. Ich fange mal an. Ja. Liebe Anne-Rose. Nur die Harten kommen in den Garten. Sie sind Inhaberin und Besitzerin der größten Sammlung an Gartenzwergen mit irrigierten Genitalien, die es weltweit gibt. Nein. Meine erste Assoziation. Erotikgartenzwerge. Erotikgartenzwerge, so nennen wir das. Nein. Nein. Ganz sicher nicht. Nee. Nein. Schade. Leider nein. Ja. Sie geben Kurse
für Befruchtung, künstliche Befruchtung von Gartengewächsen, wenn Menschen seltene Pflanzen haben. Und nur die Harten sind auch im Winter dabei. Und mit so kleinen Puscheln holen sie den Blütenstaub aus den kleinen Blüten und puscheln die woanders wieder rein. Nein. Nein. War ich nah dran? Nein. Nein. Also ich versuch's mal ganz einfach. Sie, zu Ihnen kommen, sei es Männer, sei es Frauen, sei es Paare, die sexuelle Störungen haben. Und wenn die Störung aufgehoben ist und der Mann wieder Zuversicht in seine Manneskraft hat, kann er sich im Garten noch ein bisschen die Füße vertreten, bevor Nein. und geht dann beglückt nach Hause. Beglückt nach Hause. Nein, Stefanie. Ich glaube, sie hilft Hundebesitzern oder Tierbesitzern, dass die Tiere sich wieder fortpflanzen und das dann halt im Garten. Es ist eine schöne Idee, Stefanie, aber leider auch nein. Und das heißt, aber schön für Sie jetzt. Liebe Anne-Rose, ja, da habe ich nicht recht. Liebe Anne-Rose Kuschinski, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Ich bin ja gespannt. Und jetzt seid ihr aber gespannt, oder? Ja. Anne-Rose Kuschinski betreibt in ihrem Garten den kleinsten Sexshop Deutschlands. Oh. Ja? Also wenn ihr mal in Malsdorf oder Umgebung seid, gleich morgen. Schaut einfach mal rein, es ist so schön da. Sexshops, die gibt's natürlich in Amsterdam, klar, in Hamburg und in der Florastraße in Berlin-Malsdorf. Halt, stoppe. Moment, echt? Jawohl, das ist ja die heiße Laube. Röschens Intimvitrine. Also bei dem Namen denken doch die meisten, es ist ein Puff. Aber es ist mein kleiner, süßer Erotikshop. Hört, hört, ein Erotikshop in der Gartenlaube. Und das seit knapp 26 Jahren. Na dann zeig doch mal. Das ist hier der Verkaufsschlager. Das ist ein Penisring mit so einem kleinen Flipper oben drauf und Batterieteil. Und wenn das bei der Frau rankommt, das gibt den Kick. Ja. Die gelernte Schuhmacherin bringt in Deutschlands kleinstem Sexshop einfach alles an den Mann oder an die Frau. Meistens sind es übrigens die Nachbarn. Karibikfeuer. Nur mehr Männer oder mehr Frauen? Von beiden Seiten. Ja? Ja. Also sie berät einen, dass auch alteingefahrene Sachen dann wieder so zum Laufen kommen. Doch zu diesem kleinen Lustlädchen wäre es fast nicht gekommen. Meine Frau wollte hier einen Schuhladen eröffnen und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, das wird hier gar nichts. Und ich hatte gesehen in der Stadt, dass dort die Leute anstehen im Erotikshop. Und da habe ich gedacht, das wäre was für Malsdorf hier. Es ist jetzt einfach meins. Und ich freue mich jeden Tag wieder hier reinzugehen. Na dann freuen wir uns auch auf die nächsten 26 Jahre. Aber mindestens. Was ich ja so wunderbar finde, ist, dass Freunde, Nachbarn, alle kommen da so ganz unbefangen hin. Oder sind die dann eher so, ich möchte nicht gesehen werden? Die Nachbarn weniger, wenn sie ihre Batterien holen. Egal wofür, ja. aber im Großen und Ganzen, es gibt auch Kunden, die wirklich, die grüßen nicht. Da könnte ich Tarnkappen ausgeben. Die gehen durch den Laden, gehen wieder raus und dann, weiß ich natürlich nicht, was sie wollen. Ja. So. Und kommen denn insgesamt mehr Männer oder mehr Frauen? Ja, mehr Männer. Ja. Dann kommen die Pärchen und dann die Frauen. Ah, okay, also kommen auch viele zusammen. Mhm. Liebe Anne-Rose, 1.000 Euro. Ja? Herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute, Anne-Rose Kuschinski aus Malsdorf. Ja, es gibt immer Spannendes zu erfahren hier bei uns. Geschichten, die kaum zu glauben sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Danke an Bernhard Hoeker, guten Abend, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumpf und Jörg Pilawa. Haben Sie noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss, machen Sie es gut.